Yeah. Hallo. First of all, does anybody not understand German? Okay, sehr gut, dann können wir auf Deutsch weitermachen. Zweite Frage, wer von euch macht Continuous Integration? Okay. Wer kennt Jenkins? Wer betreibt Jenkins? Gut, mehr als erwartet. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich die Frage irgendwo stelle und glaube, alle Hände am Anfang hochgingen. Das ist schon ziemlich krass. Also ich habe nicht gelogen in meinem Abstract, ja. Es ist wohl so. Ja. Genau, kurz zu mir. Ich bin Alex, ich bin auf Twitter. Ich habe vor 3 Jahren meinen Master in Informatik an der Uni Würzburg abgeschlossen, habe danach bei Bosch angefangen. Da machen wir Betrieb und Entwicklung von der Bosch IoT Cloud. Zuerst habe ich da etwa knapp 2 Jahre BOSH gemacht, also ein Deployment und Lifecycle Management Tool. Da werde ich nachher nochmal kurz drauf eingehen. Und aktuell sind wir dabei, einen Kubernetes-Service in die BIG zu bekommen. Ja, heute bin ich hier, zusammen mit dem Michael. Genau. Wer mich noch nicht kennt, Michael Lies oder Mimi oder wie auch immer. Hallo Annette, ich freue mich saumäßig, dass du da bist. Ich habe ziemlich lang und gern in Karlsruhe Informatik studiert. Ich glaube, 8 Jahre waren es am Ende. Und habe dann angefangen, in Karlsruhe auch zu arbeiten bei Punkt.de, wo ich mich ganz arg freue, dass heute so viele ehemalige Kollegen hier sind. Voll gut. Und Kolleginnen. Genau, und bin jetzt seit 3 Jahren bei Bosch und seit zwei, nee, über 2 Jahren jetzt schon auch im Bosch IoT Cloud Projekt. Und bin da irgendwie so ein bisschen mehr und mehr in dieses Thema Continuous Integration, Continuous Delivery reingerutscht. Zum Teil als Betreiber dieser Tools. Zum Teil auch so ein bisschen vielleicht beratend, wie man seine Software in so einen CD-Workflow bekommt. Und wir sind dort innerhalb der 2 Jahre so ein bisschen von Jenkins zu Concourse gekommen und fanden das Tool oder finden das Tool eigentlich ganz cool und haben deswegen unter anderem gedacht, wir wollen da mal drüber sprechen und mit euch drüber diskutieren und sind jetzt drum heute hier. Genau, was haben wir euch mitgebracht? Ganz, ganz kurz, weil ihr macht das ja alles schon, da muss man nicht lange drüber sprechen. Nochmal so CI/CD im Kurzdurchgang, also wirklich sehr kurz, kein Problem. Und dann habe ich einen recht interessanten Vortrag gefunden, kürzlich, der heißt Pipelines that don't suck. Und ich finde, das sind ein paar ganz interessante Patterns drin, wie man so gute Pipelines bauen sollte oder auf was man da vielleicht Acht geben sollte. Und wir werden versuchen, das so ein bisschen auf Concourse zu mappen, um zu gucken, ob Concourse vielleicht ein gutes Tool ist, das einen dabei unterstützt. Also das soll so ein bisschen Ziel des Vortrags sein, am Schluss ein Gefühl dafür zu haben, ob Concourse das Mittel der Wahl ist, um coole Pipelines zu bauen. Dann wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie man Concourse ans Laufen kriegt, wie man es aufsetzt, was es da für Möglichkeiten gibt, wie Concourse so aufgebaut ist, was es für Komponenten hat, ganz kurz, wie man es natürlich benutzt. Und dann habe ich, toi toi toi, ich hoffe, dass es klappt, ein bisschen Demo vorbereitet, wie Concourse sozusagen jetzt aus Anwendersicht zu verwenden ist, welche Konzepte es da gibt, wie die ineinander greifen, genau, wie man es benutzt. Und am Schluss, wie gesagt, und da freue ich mich schon ganz arg drauf, da würde ich gern, oder wir würden dann gerne mit euch darüber diskutieren, wie cool ihr das jetzt findet, ja. Also, weil ich glaube, das ist ja immer auch Geschmackssache und es gibt so persönliche Erfahrungen, wo man denkt, Also bitte gern, auch wenn es während dem Vortrag Fragen gibt, einfach fragen und danach bitte rege diskutieren. Genau. Findet ihr das gut so? Oder wollt ihr irgendwas Spezielles hören? Oder fehlt euch was? Oder sagt ihr, weg mit dem Mist, das brauchen wir nicht? Passt? Passt so? Ja? Okay, cool. Gut. Dann so ganz kurz, wie gesagt, zum Einstieg in CI/CD. Wir kommen von einer relativ großen Firma, also Bosch. Und bei Bosch ist immer alles so, da muss immer alles gemessen und budgetiert und KPI-isiert werden. Und da heißt es immer, ja, so DevOps und Continuous Delivery, was bringt uns das eigentlich? Ja. Und das ist meistens so ein bisschen schwer, weil man schnell in so einer philosophisch-esoterischen Diskussion landet, warum wir das jetzt machen wollen. Oder und dann habe ich kürzlich bin ich auf diese 4 Metriken hier aufmerksam geworden und ich finde, das fasst eigentlich sehr gut zusammen. Also ich glaube, mit das Wichtigste bei Software- oder Systementwicklung ist, wie schnell komme ich vom Requirement zum laufenden Code. Also wie schnell geht es zwischen jemand möchte was, bis er hat es dann auch wirklich produktiv. Ja? Lead Time. Das Zweite, vielleicht ein bisschen untergeordnet oder als Helferchen fürs Erste, wie oft kann ich Software ausrollen? Also mache ich das einmal im Jahr, mache ich das alle halbe Jahr, mache ich das mehrmals täglich, ja? Wie schnell geht es? Wie gut sind meine Prozesse?
Und dann habe ich auch die Frage, wie gut unterstützen mich meine Tools da dabei? Und dann so die dritte Frage, wenn es mal richtig gehörig schief geht, also sei es, ich habe was deployed, was völlig kaputt ist und ich muss zurück, oder mir raucht meine ganze Landschaft ab und ich muss quasi vom Blech weg wieder hochkommen, wie schnell schaffe ich das denn? Also wie lange brauche ich in so einem Desasterfall? Und das vierte, auch ziemlich spannend, ja, jetzt deploy ich 100 Mal am Tag, aber 99 Mal geht's schief, habe ich nicht so viel gewonnen. Also so die, der Prozentsatz an Fehler ist noch ganz spannend. Ja. Also wie oft ist meine Pipeline am Ende grün, und grün bedeutet dann auch funktioniert. Und ich finde, daran kann man eigentlich ganz gut messen, ob so sein Entwicklungsworkflow oder die Art und Weise, wie man arbeitet und die Tools drumherum, ob das gut ist oder vielleicht nicht so gut ist. Ja. Also vielleicht hilft euch das. Genau. CI/CD, ihr kennt es alle, deswegen ganz kurz. Hauptaufgabe ist, dem Softwareentwickler Gutes zu tun, sodass der sein Leben einfacher hat. Und man will ihn nicht belasten. Er macht das selber, indem er Dinge automatisiert. Er soll sich auf das Bauen von neuen Features, die wirklich Wert geben, konzentrieren können und nicht durch seine Tools abgelenkt werden, was ja durchaus häufig passiert. Wenn was nicht klappt, soll ein Feedback gegeben werden, was er schnell erkennt und möglichst sofort erkennt, an was ist es gescheitert. Also das Troubleshooting möglichst einfach machen. Genau. Dann kommen wir zu diesem Thema, was ich vorher erwähnt habe, vielleicht so ein paar Patterns. Also wie sehen gute Pipelines aus? Diesen ganzen Blog habe ich ehrlich gesagt geklaut von einer anderen Präsentation, die ist hier verlinkt. Also denkt nicht, ich bin da drauf gekommen, sondern ich habe das einfach woanders gesehen und fand das ziemlich gut, gedacht, vielleicht so ein ganz guter Einstieg. Also so das Erste, was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, eine gute Pipeline muss Code sein. Also wenn ich, um eine Pipeline zu bauen, in irgendein Tool gehen muss und da rumklicken muss, dann ist es nicht gut. Dann ist es nicht reproduzierbar, dann ist es nicht versionierbar, dann entwickelt sich das weg von meinem Code. Dann habe ich meistens an irgendeiner Stelle diesen CI/CD-Gott, der diese Shell-Skripte irgendwann mal geschrieben hat und sich da voll gut auskennt, ja. Und wenn der im Urlaub ist und irgendwas nicht geht, dann brennt die Hütte, ja. Also wie gesagt, der Code, den eine Pipeline hergibt, der sollte genauso behandelt werden wie jedes andere Software-Artefakt auch. Der sollte versioniert sein, der sollte mit eurem Code sich entwickeln. Ihr solltet auch in einem Revisionskontrollsystem zurückrollen können, wenn ihr denn eine alte Version irgendwann mal deployen müsstet und dazu die passende Pipeline braucht. Also gute Pipeline ist auf jeden Fall Code, ja. Ja, der zweite Punkt ist die Wartbarkeit. Hier steht deklarativ drauf mit einem Fragezeichen. Ganz kurz, Daumen hoch, Daumen runter. Wer sagt, deklarativ ist gut bei einer Pipeline? Und der Rest, keine Meinung, oder sagt, das ist schlecht? Okay, richtige Antwort. wir sind auch immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ein YAML-File ist natürlich einfach lesbar. Man Danke für die Meinung. ich finde es einfacher lesbar als ein komplexes Groovy-File, was wer weiß, wie viele 100 Zeilen Code hat, die man kaum verstehen kann, wenn es da noch schlecht geschrieben ist. Das du meinst, man könnte auch in Groovy eine deklarative Pipeline machen? Ne? Ja. Okay, ja. Wir gehen nachher noch ein bisschen genauer darauf ein, wie das dann hier ausschaut. Wartbarkeit, was ist da auch wichtig, dass wir es einfach debuggen können. Da es deklarativ, möglicherweise deklarativ ist, sollte jeder andere Entwickler, der ähnliche Pipelines hat, sich relativ schnell da einarbeiten können und das verstehen. Und im Idealfall sollte man es lokal ausführen können, also lokales Testen natürlich ist immer wichtig. Genau. Bei der Zuverlässigkeit von Pipelines habe ich auch interessante Erfahrungen gemacht. Also wahrscheinlich die meisten von euch auch von so einem zentralen Jenkins Master Instanz mit allen Jobs drauf. Das ist da, wo ich angefangen habe mit CI/CD. Das hat alles ganz gut funktioniert, bis sich die Jobs dann gegenseitig kaputt gemacht haben. Ja, also Spring Boot App fährt hoch, Port 8080, die erste kommt hoch, die zweite, der Port belegt, kommt nicht mehr hoch,
ein Beispiel, ja, oder ich brauche irgendwelche Backing-Services, RabbitMQ, MySQL oder so, und die schreiben sich dann gegenseitig in die Datenbank, geht kaputt, ein Job bricht in der Mitte ab, hinterlässt einen Saustall auf der Platte, der nächste kommt nicht mehr richtig hoch, weil nicht aufgeräumt wird. Also das sind alles so Themen, die ich am Anfang viel erlebt habe. Und wo ich das erste Mal von Docker gehört habe und was das tut, habe ich gedacht, oh, voll geil, das braucht man in CI/CD. Und dann wurde das in Jenkins halt so, sage ich mal, notdürftig hingeflanscht. Und wir haben das, glaube ich, vor anderthalb Jahren bei uns dann eingeführt, containerisierte Builds. Und mal funktioniert es ganz gut und mal kämpfen wir halt mit dieser leidigen Integration mit Docker in Jenkins, weil es eben nicht native ist, sondern weil es halt immer so ein Add-on ist. Und zwei Wochen ist her, da hat man wieder so ein Plugin-Update, das hat irgendein SSH-Track kaputt gemacht und dann kamen die Container nicht mehr hoch und dann debuggt man nicht erstmal in den Containern rum einen halben Tag und stellt man fest, aha, das SSH-Plugin war es, dann rollt man das SSH-Plugin zurück, mit viel Glück funktioniert es dann wieder. Es ist einfach ein Dreck, ja. Und wenn man dann isoliert bis zum geht nicht mehr, dann stellt man irgendwann fest, dass jeder Job irgendwie eine halbe Stunde dauert, weil er erstmal 50 Container-Images runterlädt und irgendwie da ewig rumrödelt, bis es überhaupt mal losgeht. Und dann merkt man, aha, also so vollständige Situation will man vielleicht doch nicht, man braucht vielleicht so ein bisschen Caching von manchen Dingen, damit es dann auch wieder so schnell ist, dass die Leute es benutzen wollen. Also diese Zuverlässigkeit, Isolierung und dann trotzdem Caching und Sharing finde ich ein ziemlich spannendes Thema, ja. Genau. Und das Wichtigste, frei nach den Prinzipien, fail fast, fail offen. Die Pipeline muss schnell sein. Insbesondere natürlich, wenn ich weitere Hardware hinzufüge, dann möchte ich auch, dass meine Pipelines und Jobs schneller ausgeführt werden. Dafür benötigen wir, dass das CI-Tool das sehr gut parallelisieren kann. Dass wir unnötige Schritte vermeiden, soweit möglich, und dass manche Ressourcen einfach gecached werden. Ich meine, ich brauche nicht für jeden Container, der das gleiche Docker-Image verwendet, das Docker-Image neu runterladen, sondern ich will das irgendwie zentral gecached haben und solche Dinge. Ja. Genau, die Darstellung von Pipelines finde ich auch total spannend. Also ich war total glücklich, als Jenkins dann irgendwann vor drei Jahren dieses Workflow-Plugin open-sourced hat oder aus der Enterprise-Lizenz rausgenommen hat und frei verfügbar gemacht hat, weil das war, finde ich, so ein erster guter Schritt, um mal grafisch darzustellen, was in so einer Pipeline passiert. Weil davor hat, ein Job war rot, ja, man hat das Log angeguckt und hatte so 2 Kilometer lange Log-Files und dann viel Spaß beim Suchen, ja. Und dieser erste Schritt mit diesen Stages, der war schon mal ziemlich gut, weil man ziemlich schnell gesehen hat, okay, welche Stage fehlt denn? Und wenn man die Stages klein genug gebaut hat und vermieden hat, dass man jetzt so einen riesen Step da drin hat, der irgendwie eigentlich 80% der Arbeit macht, dann finde ich, hat man damit das Debugging und die Visualisierung schon verbessert, ja. Gleichzeitig sollte man immer noch darauf achten, dass man natürlich jetzt nicht irgendwie tonnenweise Logfiles rausschreibt, weil ich finde, das macht Debugging sehr anstrengend und ekelhaft. Und ich habe auch mehr und mehr gemerkt, dass es total wichtig ist, dass in der Pipeline auch visualisiert wird, was habe ich da überhaupt für Dependencies, für Inputs, die da reingehen, vielleicht auch für Outputs, die rausgehen, und finde ich möglichst schnell, was ich jetzt für so einen einzelnen Job alles angezogen und benutzt habe, um eben im Falle des Falles gucken zu können, wo es klemmt. Ja. Also dort, wenn wir nachher auch sehen, wie Conkos das macht, finde ich recht angenehm. Und habe ich ehrlich gesagt vielleicht, also dieses Blue Ocean ist vielleicht bei Jenkins ein Versuch, in die Richtung zu kommen, habe ich noch nicht so richtig benutzt. Aber bei Jenkins gefällt mir das nicht ganz so gut, ja, sagen wir. Genau. Und was wir auch wollen, ist, dass die Pipelines skalierbar sind. Damit meine ich, wie gut kommt das Tool damit klar, wenn ich hunderte von Pipelines habe, für alle möglichen verschiedenen Dinge. Nicht nur zum Bauen und Testen von meinen Softwareprodukten, sondern auch Runterladen von Ressourcen, die ich benötige, was oft nicht so trivial ist, vor allem im Enterprise-Kontext, wo noch der Proxy ist. Und Docker und Proxy ist sowieso immer ein Problem. Genau. Man muss eben schauen, wie vermeide ich dabei möglichst den Boilerplate-Code, also wie kann ich den Code, den ich geschrieben habe, möglichst effizient wiederverwenden, ohne mich in zu starke Abhängigkeiten zu geben. Genau, Folge einer ähnlichen Struktur. Heißt, wenn alle Pipelines ähnlich aufgesetzt sind, zum Beispiel gleiche Sprache, grundlegend die gleichen Schritte und ich tausche nur ein bisschen die Parameter aus, beziehungsweise das Docker-Image A oder B, dann ist es natürlich auch sowohl wartbar als auch skalierbar im Sinne von, jeder kann effektiv alle Pipelines zum größten Teil zumindest mal verstehen. Und die einzelnen Schritte, die ausgeführt werden, sollen dadurch eben parametrisiert sein.
Genau. Einige von euch sind selber die Leute, die das CI-Tool betreiben. Und natürlich wollt ihr auch verschiedene Dinge haben. Beim Betrieb von Jenkins, ja, das ist immer so eine Sache. Ein Kollege hat schon gelacht, als er gehört hat, wir updaten Plugins. Als Operator möchte man natürlich auch so ein paar Sachen haben, zum Beispiel Day-One-Operations. Das heißt, wie einfach kann ich das Ganze deployen? Kann ich es als Container deployen, damit es möglichst überall aus installiert werden kann? Habe ich alle meine Konfigurationen im Code, also damit ich es versionieren kann? Danach ist die Frage Day-Two-Operations, wie update ich es, wie patche ich es? Habe ich eine Staging-Umgebung, wo ich das Ganze erstmal schnell testen kann, bevor ich es in der Produktion ausrolle und dann möglicherweise meinen Entwicklern ihr wichtigstes Tool wegnehme? Wie gut ist das integriert? Also kann ich zu GitHub Hooks einrichten? Kann ich ein Identity and Access Management, ein LDAP oder sowas anbinden? Logging und Monitoring ist natürlich relevant. Genau. Und wie skalierbar ist das Ganze? Wenn die Entwickler auf einmal auf die Idee kommen, hey, wir machen jetzt Pipelines für alles, kann ich einfach weitere Hardware hinzufügen, zum Beispiel über Worker-Knoten, und das System kommt immer noch damit klar, oder hat das System Einschränkungen, dass es sagt, ja, maximal 4 Worker-VMs und danach ist Schluss? Das sind alles relevante Punkte. Und insbesondere natürlich noch Zero-Downtime-Upgrades. Ermöglicht das Tool das oder nicht? Ja, das sind so, denke ich mal, die Wünsche, die jeder von euch, der etwas betreibt, ebenfalls an das Tool hat. Genau. Jetzt kommen wir zur spannenden Frage Day One Operations. Wie setze ich denn das Concourse überhaupt auf? Also als wir damit angefangen haben, hatten wir uns überlegt, ja, was haben wir? Wir hatten einen Jenkins, das ist irgendwie nicht so einfach zu deployen. Wir haben da verschiedene Probleme gehabt, auch in unserer Umgebung. Was wir hatten, oder wir haben uns Concourse angeschaut, haben gedacht, ja, das passt ganz gut in die Umgebung, weil wir auch Cloud Foundry machen. Das kommt so ein bisschen aus der Cloud Foundry-Ecke. Und haben uns angeschaut, welche Mechanismen gibt es denn, das zu deployen. Das erste und einfachste ist, wir nutzen Docker Compose. Wir laden uns einen Docker Compose-File runter und Docker Compose ab. Und das Ganze funktioniert im Idealfall. Das Docker Compose-File, was da oben angegeben ist, ist leider so semi-gut, sage ich mal. Der Michael hat da ein paar Schrauben dran gedreht und hat noch ein paar Services dazu gebaut im Docker-File, hat einen Vault mit installiert und einen Rocket-Chat-Server könnte man auch relativ leicht integrieren. Also wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, dann nutzt dieses Docker-Compose-File und nicht das, was auf der offiziellen Seite steht. Hier habt ihr auch die latest Version. Die oben haben noch nicht so weit gepatcht. Ja. Es gibt noch verschiedene andere Tools. Wenn ich in die Cloud gehe, was möchte ich dann haben? Natürlich möchte ich zuerst diesen CI-First-Approach haben. Und ich möchte effektiv schnell mein CI-Tool hochgezogen haben, damit ich mich um die relevanten Dinge kümmern kann, nämlich die Sachen zu deployen, die ich brauche. Und im Idealfall deploy ich alles andere danach mit dem CI-Tool. Das heißt, zum Beispiel, lokal mache ich es mit Docker, dass ich mit Docker mein Concourse hochziehe und dann möchte ich mit möglichst wenig Konfigurationsaufwand das Ganze alle anderen Tools installieren. In der Cloud geht es nicht immer so einfach. Da gibt es verschiedene Tools. Wir haben uns hier mal zwei Stück. Eins ist Buck, das ist von Stark & Wayne, einer Consulting-Firma in hauptsächlich Amerika. Buck steht für Bosch. Das ist ein Deployment- und Lifecycle-Management-Tool. UAA, was eine Authentifizierung und Autorisierungskomponente ist, ein Concourse, das, was wir hier suchen, und CredHub. CredHub ist so ein bisschen das Pivotal analog zu dem HashiCorp Vault, also eben auch ein Credential Store. Wie ihr seht, 4 Shell-Commands und man fährt so ein Bug hoch. Vorher braucht man eine VM, auf der man es ausführen kann, und dann funktioniert das. Eine zweite sehr charmante Möglichkeit, wie ich finde, ist Control Tower von Engineer Better, ebenfalls eine amerikanische Consulting-Firma.
England, glaube ich, aber egal. Bitte? Ich glaube, die kommen aus England, aber okay, ja, dann sprechen auch amerikanisch-englisch. Genau. Control Tower unterstützt AWS und GCP, wo man das relativ einfach hochfahren kann. Wie ihr seht hier, zwei Umgebungsvariablen setzen und Control Tower Deploy eingeben und man bekommt einen Concourse auf, in dem Fall AWS deployed. Wenn ich da noch was hinzufügen darf, also ich weiß nicht, ob ihr in Public Clouds arbeitet, aber es gibt ja ziemlich coole Tools, um sich in Public Clouds so Infrastruktur zusammenzubauen. Also sei das jetzt irgendwie CloudFormation oder Terraform, um die bekanntesten zu nennen. Und wahrscheinlich nicht so wenig oft sieht es dann so aus, dass irgendein Entwickler so Terraform-Skripte schreibt und dann hat er irgendeinen Bootstrapping-Prozess, der hochgradig manuell ist, um mit dem Terraform dann seine Umgebung hochzubringen. Und der Ansatz, den diese Tools jetzt eben verfolgen, den ich total genial finde, ist, ich mache das nicht so, sondern ich versuche, mein Bootstrapping so klein wie möglich zu halten. Das, was ihr hier seht, ist Bootstrapping. Ja? Diese Kommandos bringen euch eine CI-Umgebung in einer Public Cloud eurer Wahl hoch. Und alles andere, was dort passiert, passiert dann wieder in geordneten Bahnen. Das heißt, ich habe auf der Public Cloud dann sofort wieder Pipelines, die jeder versteht und jeder benutzen kann und nicht eben nur der eine Hacker, der dann blöderweise im Urlaub ist, wenn es brennt. Und ihr habt sozusagen Versionierung eurer gesamten Landschaft mit CI/CD, also eure Infrastrukturlandschaft mit CI/CD und Bootstrapping sind AWS-Credentials und ein Command. Und das finde ich ziemlich cool vom Ansatz. Und wir haben zum Beispiel bei uns eine Consulting-Truppe, die versucht, Pivotal Cloud Foundry automatisiert zu deployen. Und die gehen sogar noch einen Schritt weiter, die bauen ein Release. Da ist alles drin, was es braucht, um so ein Cloud Foundry irgendwo hochzufahren. Und mit alles ist sogar sozusagen die Concourse-Version und die Pipelines, die sind mitgepackaged und dafür haben sie Staging. Das heißt, die schieben das ganze Ding durch verschiedene Stages, testen es. Und wenn sie denken, das hat Produktionsreife, dann haben sie quasi so ein Paket an Dingen, die sind völlig automatisiert, quasi mit der Automatisierung in einer, bei uns vCenter, Umgebung hochfahren können. Und das finde ich echt ziemlich cool. Und die beiden Tools, das rentiert sich echt mal da reinzugucken. Bei GCP gibt es $300 gratis, wenn man das erste Mal ausprobiert. Ja, man holt sich die Zugangsdaten, gibt die in die Umgebung, fährt das Tool hoch und kann das spielen. Das ist wirklich cool. Also guckt es mal an. Genau. Ich habe noch eine dritte Möglichkeit ausgesucht, wie man das deployen kann. Das ist mit Bosch. Hat schon mal jemand von Bosch gehört und weiß grob, was es macht? Okay. Wie findet ihr es? Die Konzepte finde ich ziemlich gut, aber das ist am Anfang eine sehr steile Lernkurve, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das ist nicht trivial am Anfang. Wer von euch kennt Kubernetes? Gut. um mal hier. Ich denke, da kämpfen zwei Kindergärten gegeneinander. Was dieser Command prinzipiell macht, Bosch Deploy, logisch, versteht jeder. Wir geben einen Deploy-Mitnamen an und ein Manifest. Und ein Manifest lässt sich vielleicht beschreiben wie in Kubernetes ein Helm-Chart, so ganz grob. Also es beschreibt nur grob das Deployment ohne Variablen. Die hast du üblicherweise in einer Extra-Datei. Und ja, für alle anderen, die Bosch noch nicht kennen, haben wir hier mal eine grobe Übersicht. Üblicherweise hatten wir eher so Config-Management-Tools wie Ansible oder Chef. Hier haben wir aber relativ wenig IaaS-Konfigurationen dabei und Lifecycle-Management unterstützen die sowieso schon mal nicht. Und genau dafür ist an sich Bosch da als Deployment- und Lifecycle-Management-Tool. Es unterstützt Dinge wie Canary-Updates, das heißt, es wird erst eine Instanz upgedatet und wenn die erfolgreich war, geht es eben eins nach dem anderen weiter. Es hat selbstständig, bringt es ein Monitoring mit und ein Failure-Recovery, wenn es zu einem Fehler kommt und es das feststellt. Was ich sehr charmant finde, ist, dass es auch IaaS-agnostisch ist. Das heißt, es gibt das Konstrukt Cloud-Provider-Interface, was mehr oder weniger die Cloud-Plattform bzw. deren API abstrahiert. Das heißt, für den Bosch sehen alle Deployments gleich aus. Er gibt das weiter an das
CPI und das macht dann die Cloud-proprietären Calls. Und insgesamt ist es ein relativ opinionated Weg, wie man das Ganze deployen kann. Man hat einige Einschränkungen, weil Bosch ist sehr, opinionated ist einfach das richtige Wort. Und mir fällt das Deutsche gerade nicht ein. Es ist relativ engstirnig. Auf die Übersetzung sind wir auch gekommen. Es ist halt einfach nicht so flexibel wie Tools wie Ansible oder Chef. Hat aber auch ein bisschen dadurch einen Charme, weil man sich sicher sein kann, dass es immer in diesem Weg arbeitet und nicht irgendwie anders und dass jeder das anders benutzt, so wie man es vielleicht auch gar nicht benutzen sollte. Um nochmal die Kubernetes-Analogie herzustellen, Kubernetes macht ein Deployment für Container, das gleiche macht mit der ganzen Orchestrierung außenrum und Bosch macht das eben auf VM-Basis. Also genau. Bosch hat für die Leute, die aus der Kubernetes-Welt kommen, in letzter Zeit nochmal ziemlich Popularität gewonnen, weil die Kubernetes-Menschen festgestellt haben, dass es mit das Mittel der Wahl ist, um Kubernetes auszurollen. Weil es einfach das einzige Tool ist, das ich kenne, das sozusagen ein verteiltes System mit Day-2-Operations managen kann. Ich wüsste nicht, welches andere Deployment-Tool das kann, bei allen Quirks, die es hat und bei aller Lernkurve. Jetzt ist die Frage, ob jeder so ein Problem hat, wie deploy ich und maintain ich ein Kubernetes. Wenn du das Problem nicht hast, ist es vielleicht ein bisschen überkandidelt. Aber was ich sagen will, es stecken da sehr viele ziemlich coole Konzepte drin, die am Anfang sehr krude wirken, aber wenn du so eine Problemstellung hast, dann durchaus Sinn machen. Und falls ihr bis jetzt gedacht habt, oh Gottes Willen, Finger weg davon, vielleicht mal nochmal reingucken und steckt viel cooles Zeug drin. Ja. Genau. Genau, dann kommen wir mal so ein bisschen zur Übersicht von dem Konkurs selber. Also wir haben jetzt drüber gesprochen, was hätte gern so ein Entwickler oder was hätten wir als Entwickler gern von so einem CI-Tool? Was wünscht sich vielleicht ein Operator von so einem CI-Tool? Welche Möglichkeiten gibt es, Konkurs auszurollen? Und jetzt schauen wir mal ein bisschen an, wie so ein Konkurs eigentlich aussieht. Also zunächst mal, wenn man das ganz high-level betrachtet, besteht Konkurs aus drei Kernkomponenten. Das eine ist das Konkurs Web. Das ist sozusagen das Frontend und so ein bisschen der Orchestrator von Konkurs. Ja, da steckt so ein bisschen der Hirnschmalz drin. Das zweite ist eine ganz einfache Datenbank, in dem Fall Postgres. Das finden die CloudFolio-Leute oder die Pivotal-Leute irgendwie ziemlich cool. Deswegen machen sie alles mit Postgres. Kann man jetzt drüber streiten. Haben jedenfalls eine Postgres-Datenbank. Damit kommt man auch nicht in Berührung, also keine Angst vor Postgres. Und der dritte Teil ist eben so ein Worker. Und der Worker ist der Teil, der die Jobs nachher ausführt. Also schon hier finde ich eine ziemlich coole Separierung. Auch was die Skalierbarkeit betrifft, weil so eine Postgres-Datenbank kann eben schon einiges ab an Traffic. Ich habe Worker und Web sozusagen voneinander separiert. Und der vierte Teil, der vielleicht auch ganz wichtig ist, ist dieses Fly-Tool, so heißt es. Das ist die CLI, mit der ich Konkurs administriere. Und das ist sozusagen der einzige Weg, Konkurs zu administrieren. Es gibt keine UI-Config, gibt es nicht. Ja? Ich kann in der UI nur gucken. Ja? Kann ich sonst nichts machen. So. Jetzt mal so ein bisschen mehr im Detail. Gibt es da dieses Bild, furchtbar verwirrend, deswegen habe ich es beschriftet. Hier vorne, Fly CLI, euer Command-Line-Tool, kommt mit Konkurs mit, müsst ihr nicht irgendwie mühsam aus dem Internet holen, sondern wenn ihr Konkurs aufgesetzt habt, gibt es einen Download-Link, klickt da drauf, kriegt ihr Fly. Gut. Dann nächste Komponente, ATC. Also Konkurs, habt ihr vielleicht schon gemerkt, Propeller, nee, den haben wir weggelassen. Also Konkurs entlädt sich ganz vieler Begriffe aus der Luftfahrt und ATC ist der Air Traffic Controller, klingt voll cool, gell? Ist sozusagen der Kontrollturm da, der da aufpasst, was da alles passiert und dass es richtig passiert, beinhaltet die Web-UI, die API, alles ist eine REST-API, klar, ist ja cool, so ein Pipeline-Scheduler, also wie gesagt, so Mastermind von Konkurs. Ja. Macht auch alles über HTTP-Server, Ports nach außen auf, könnte man auch direkt gegen die API gehen, tut man meistens lieber nicht, weil die sich dann doch ab und zu ändert. Dann Postgres-Datenbank ist der Platz, wo in Konkurs eigentlich der einzige State gespeichert wird. Also durch das alles in Container ist, haben sie gedacht, machen wir auch wie Container, Container hoch, Daten da, Container weg, Daten weg. Ja? Also außer der Datenbank habe ich nichts, wo Konkurs selber irgendwelchen Zustand speichert. Das ist ganz wichtig. Am Anfang verwirrend, aber irgendwie ein ziemlich cooles Konzept. Dann gibt es den TSA, das ist die Transport Security Agency, glaube ich, also auch wieder Luftfahrtterminologie. Ist unterm Strich, glaube ich, so eine Art SSH-Server.
gegen die sich die Worker registrieren können. Was ich in Concourse auch sehr cool finde, ist, dass die ganz oft versucht haben, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern geguckt haben, was gibt es denn schon alles? Und dann zum Beispiel gesehen haben, wenn ich da so einen Client habe und so einen Server, bevor ich jetzt mit irgendeinem eigenen Authentifizierungsprotokoll daherkomme, dann nehme ich doch SSH, weil das gibt es schon, das funktioniert ganz gut. Da wissen die Leute, wie das etwa tut. Ja, die wissen, was ein SSH-Key ist und so. Das nehmen wir, dass die miteinander sprechen können. Da kann man dann auch so coole Sachen machen, wie dass, wenn man zum Beispiel einen Worker irgendwo registriert, der nur in eine Richtung Zugriff hat, dass man dann so einen Reverse-Tunnel aufmacht und so. Also das alles ist sozusagen, wer von der Systemadministration herkommt, das sind so Basic-Konzepte, die Concourse einfach mitgenommen hat oder aufgenommen hat und finde ich sehr charmant. Genau. Und dann haben wir da unten, oh, jetzt verlassen mich manchmal meine, also naja, das kann ich nur so ein bisschen oberflächlich erklären. Also so ein Worker hat nach Schnittstelle nach außen so ein Ding, das heißt Beacon und das gibt quasi nach außen wieder so eine Art Server raus, den ich ansprechen kann, damit der Mastermind quasi mit den Workern sprechen kann. Okay, vielleicht ist das eine ganz gute Abstraktion. Und dann, um es noch ein bisschen technischer zu machen, innerhalb von so einem Worker habe ich einmal einen Manager für die Container. Da muss man sagen, war jetzt Pivotal vielleicht ein bisschen, die haben ja gedacht, ja, Docker gibt es, aber nicht so cool, machen wir ein eigenes, haben das Garden genannt und Garden ist halt wie Docker, aber von Pivotal. Inzwischen sind sie drauf gekommen, dass es vielleicht nicht so cool ist, das jetzt alles selber zu machen und switchen wieder zu anderen Technologien. Aber im Moment ist Garden quasi die Container-Engine von Pivotal und deswegen hier auch in Concourse drin im Worker. Also Garden managt die Container und dann haben wir noch eine letzte Komponente, Baggage Claim. Also jetzt sind wir wieder bei der Luftfahrt-Terminologie. Hi, freut mich. Und Baggage Claim managt die Volumes. Ja? Und jetzt kann man sich fragen, warum trennen die das? Also warum trennen die Container-Management von Volume-Management? Aber weil wir vorher gesprochen haben, dass das Caching so essentiell und so wichtig ist, haben sie eben eine eigene Komponente, die sich um genau das kümmert, nämlich welche Volumes werden wann wie gegen welchen Container gemountet, welche kann ich wiederverwenden, welche muss ich dann eben neu runterladen. Ja? Und da steckt vermutlich schon einiges an Logik drin und deswegen haben sie da eine eigene Komponente draus gemacht. Habe ich was vergessen? Habe ich was falsch gesagt? Vieles, aber merkt niemand. Okay, weiter. Gut, dann noch ein bisschen mehr Details, jetzt in Text. Es ist wirklich so, dass in diesem Ding alles in Container läuft, was ihr an Jobs und Tasks da reinbringt. Das geht so weit, dass sogar Plugins, die es in Concourse nicht gibt, aber sozusagen das Äquivalent zu Plugins, ist einfach ein Docker-Image. Und die Schnittstelle nach draußen sind drei Shell-Skripte, die an einer bestimmten Stelle liegen müssen. Und das ist das ganze Interface zwischen Concourse und dem Plugin. Also das ist so tödlich einfach, dass man manchmal denkt, huh, krass. Ja? Also wirklich alles im Container, alles läuft im Container. Dass es deklarative YAML-Pipelines sind, haben wir schon besprochen, das sehen wir nachher auch. Die Build-Jobs sind total stateless. Also es gibt Jobs, sehen wir gleich, und Tasks. Tasks können Dinge austauschen untereinander, Jobs nicht. Wenn ich von einem Job irgendwas in einen anderen Job kriegen will, dann muss ich mich darum kümmern, wie ich das Ding zu S3 hochlade, auf irgendeine Platte lege, was weiß ich. Concourse kann das nicht. Concourse hat keinen State zwischen Jobs. Ja? Jeder Job macht alles weg, macht alles wieder frisch und was immer ich gebaut habe, ist weg. Genau, auch ganz wichtig, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, sie benutzen sehr viele Dinge, die es schon gibt. Also sie haben zum Beispiel im Gegensatz zu Jenkins kein eingebautes Credentials Management, was in Jenkins ja auch die Hölle ist, sondern sie sagen einfach, da gibt es schon Credentials Management und wir überlegen uns, wie wir uns da anflanschen können. Und dann kann ich halt ein Vault integrieren oder kann GradHub integrieren, wahrscheinlich kann ich auch alles mögliche andere integrieren, das sind die beiden Dinger, wo per Default mitkommen. Genau das gleiche mit dem User Management. Ich habe so ein ganz, ganz below internes User Management. Wenn ich cooles User Management will, connecte ich halt gegen LDAP. Es gibt keine Plugins, das kann man nicht oft genug sagen, es gibt keine Plugins. Plugins in Concourse heißen Ressourcen und sind halt so einfach, dass sie funktionieren. Ja? Also das ist schon auch ein ziemlich cooles Konzept. Und wie alles von Pivotal, wer den Laden kennt, ist es halt wirklich, das hat eine sehr, sehr starke Meinung. Ja? Und es ist auch so, dass wenn man dem nicht folgt, dann lasst man es lieber. Also am Anfang, glaube ich, ist man sehr geneigt, die Konzepte, die man so auf Jenkins kennt, da zu übertragen. Und das ist ziemlich doof. Also wenn man das anfängt, dann lasst man es lieber. Ja, sondern man muss sich, glaube ich, wirklich sehr darauf einlassen, wie die denken, dass es funktionieren soll. Und da muss man gucken, passt es für mich und für meine Workflows oder passt es halt nicht. Und wenn es nicht passt, dann lässt man es lieber. Ja, also da kann man nicht so viel verbiegen. Die haben eine starke Meinung. Genau. Und jetzt erzählt euch der Alex, wie sozusagen die Lego-Bausteine in Concourse aussehen. Genau. Prinzipiell, wie ist das ganze Konstrukt nun aufgebaut, wenn ich eine Pipeline baue? Prinzipiell bei Concourse ist immer die Pipeline im Fokus. Das ist wichtig zu wissen.
Eine Pipeline hat verschiedene Jobs. Ein Job ist mehr oder weniger das, was effektiv ausgeführt wird. Innerhalb eines Jobs plane ich also meine verschiedenen Schritte, die ich machen möchte. Das heißt, zuerst möchte ich ein Docker-Image pullen, in dem mein eigentliches Skript oder was auch immer ich ausführen möchte, ausgeführt wird. Danach habe ich noch einen Schritt, welches ein Git Repository runterlädt, wo jetzt der Code, der kompiliert werden soll, zum Beispiel drin ist. Und dann habe ich den eigentlichen Schritt, ich möchte etwas ausführen. Also das plane ich eben. Ich gebe hier innerhalb eines Jobs die Reihenfolge an und gehe jetzt etwas genauer auf die Pipeline ein. Die Pipeline ist praktisch der ganze Glue-Code, der zwischen diesen vier Komponenten oder drei Komponenten ist. Wir geben eine Menge an Ressourcen an, also Inputs, was benötige ich, um meine Pipeline auszuführen. Die Reihenfolge der Jobs, was machen diese Jobs damit und welche Ressourcen habe ich, wohin ich das Ganze schieben kann. Also möchte ich ein Docker-Image bauen, dann habe ich entweder ein lokales Artifactory oder eine Docker-Registry, Docker-Hub oder sowas, was ich als Output definiere. Wenn ich ein Softwareprodukt baue, dann schiebe ich das auf ein S3-Storage, wenn es fertig gebaut ist oder sowas. Genau. Und wann ausgeführt wird diese Reihenfolge, gebe ich in der Pipeline an sich an. Dann gibt es Ressourcen. Das hatten wir jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Effektiv ist eine Ressource oder kann eine Ressource ein Trigger für die Ausführung des Jobs sein. Das heißt, ich monitore zum Beispiel mein Git Repository und Conkurs checkt automatisch alle paar Sekunden, gibt es eine neue Version von diesem Git Repository? Falls ja und ich das so konfiguriert habe, dann wird es automatisch ein Build triggern. Somit hat man relativ einfach eine Continuous Integration. Und mit Build-Triggern meine ich einen Task ausführen. Genauso eine Ressource lade ich runter mit einem Get. Also es ist ein Input und eine Ressource kann ein S3 sein, Docker Hub, wie auch immer. Das heißt ein Ziel, wo ich am Ende eines Jobs mein Softwareprodukt hinschieben möchte. Somit kann man sagen, dass eine Ressource Concourse mit dem Rest der Welt verbindet. Das ist ein wichtiges Prinzip, weil dadurch, dass man zwischen Jobs keine Dinge hin und her schieben kann, ermöglicht das eine vollständige Versionierung. Weil ich weiß, innerhalb meiner Pipeline, okay, in diesem Bild habe ich genau dieses Softwareprodukt als Input gehabt und das als Output. Und wenn ich das wieder genauso ausführen möchte, kann ich das darauf pinnen und nochmal die Pipeline triggern. Und im Idealfall kommt das gleiche Result raus. Das hier auch nochmal ganz fett geschrieben. Zwischen Jobs selber kann ich nichts hin und her schieben. Das läuft alles über externe Ressourcen wie Docker Hub, S3 Storage, Artifactory, was auch immer man möchte. Und effektiv plant man in einem Job, welche Ressource, welcher Task in welcher Reihenfolge ausgeführt wird. Das ist jetzt alles sehr abstrakt. Ich glaube, es wird nachher in der Demo sehr gut verständlich werden, wie das dann effektiv ausschaut. Muss man das Git-Repo immer pullen oder gibt es so irgendwie einen Webhook, den man aus Git per Post? Das finde ich so ein ganz arges Manko in Conkurse, dass es das leider nicht gibt. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so genau, warum es das nicht gibt, außer dass es nicht in das bisherige Konzept von der Ressource passt, weil das sozusagen die Ressource bisher kein Interface dafür hat. Aber das ist echt ein Kacker. Man kann das hinfrickeln, aber out of the box gibt es nicht. Ja. Das meine ich mit hinfrickeln. Ja, du kannst einen Nginx um dein Fly-Command machen und dann so einen selber gebauten REST-Service nach außen exponieren oder so Dinge. Aber so richtig, also vielleicht inzwischen, aber ich habe das vor anderthalb Jahren oder so mal intensiv gesucht und gab es leider nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass es da was gibt aktuell. Genau. Und ein Task ist das sogenannte kleinste konfigurierbare
Item in einer Concourse-Pipeline. Effektiv hat man einen Input, steckt es rein. Der Task ist mehr oder weniger eine Funktion, was irgendwas macht und einen Output generiert. Ganz trivial. Wir haben im Regelfall entweder einen Erfolg von diesem Task oder ein Versagen. Genau. Also es gibt Möglichkeiten, dass es weder das eine noch das andere ist, nämlich wenn man an sich das Ding falsch konfiguriert hat und zum Beispiel irgendwie eine Netzwerkfreischaltung fehlt oder sonst irgendwas und der Endpunkt einfach nicht erreichbar ist, dann wird es nicht grün oder rot, sondern es wird orange. Ja, aber sobald dieser Task mal ausgeführt wird, gibt es effektiv nur gut oder schlecht. Genau, verschiedene Tasks, wie wir schon gehört haben, werden in einem Job zusammen aggregiert. Ich kann zwischen den Tasks Softwareprodukte oder was auch immer in einem Folder hin und her schieben. Die Tasks muss ich nicht zwingend in der Pipeline schreiben. Ich kann die externalisieren in ein extra Repository. Das ermöglicht es mir, dass ich das sehr gut wiederverwenden kann, indem ich das generisch schreibe. Und somit hat man auch, ja, als kleiner Nachteil etwas schwereres Debuggen, weil man eben nicht eine Datei hat, wo die ganze Pipeline drin ist, sondern man hat im Zweifel zwei Repositories, was immer die Komplexität ein bisschen erhöht. Ja, hast du da noch was? Man kann aber, deswegen steht da Facilitates Debugging, dafür solche Tasks isoliert ausführen. Also da kommt man nachher drauf. Deswegen habe ich jetzt reingeschrieben, es macht es einfacher. Du hast gesagt, macht schwerer. Und dann habe ich gesagt, du hast recht. Ich habe aber vielleicht auch ein bisschen recht. Ja. Haben beide recht. Also auf der einen Seite, ja, die Komplexität steigt, wenn ich es separiere. Dafür ermöglicht mir das Concourse eben so einen einzelnen Task auszuführen, was ich ziemlich cool finde, wenn man jetzt halt so eine Pipeline entwickelt und nicht jedes Mal committen will und gucken will, geht's, und dann Pipeline abwarten, und dann hat man die 100 Debug-Commits und dann Squashbow und dann hat man Push-F und dann hat man dem Kollegen seine Arbeit kaputt gemacht. Ich zumindest. Genau. Aber das erklären wir später noch ein bisschen im Detail. Genau. Habt ihr bis dahin Fragen zu den Konzepten? Also wir versuchen das jetzt gleich ein bisschen bildlicher zu machen, weil ich dachte, ich kenne ganz viele Konkursvorträge, die hören jetzt hier quasi auf, ja, und dann, ja, jetzt habt ihr das gesehen. Oder die haben dann noch ein bisschen Jammel dazu und dann haben sie gesagt, das ist richtig gesehen. Und dann habe ich gedacht, wir versuchen das jetzt mal mit einer Demo, aber ihr wisst, wie das mit so Demos ist, ja. Ich mach nie eine Live-Demo. und ich hoffe, wir kriegen das jetzt so hin, dass ihr was lernt dabei, ja. Aber wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt schon mal stellen, weil jetzt wird es vermutlich gleich, jetzt werde ich gleich nicht mehr so responsiv, ja. Andererseits, wir haben auch zwischendrin Wartezeiten wahrscheinlich. Genau. Zum Nachvollziehen habe ich gedacht, das ist cool, ich mache euch ein Repo, wo ich das alles reinlege. Das heißt, ihr seht hier nichts, was nicht in dem Repo ist. Und toi, 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 eigentlich soll es überall funktionieren. Und wir steigen einfach mal ein mit der Frage, ich zeige euch mal das Repo, dann habt ihr das schon mal gesehen. Also das Repo ist hier. Und ich habe das ein bisschen so aufgebaut wie ein anderes Tutorial zu Concourse. Das heißt, es gibt so eine Master Docker Compose. Das sind, die erkennt ihr jetzt wieder, die Komponenten drin, wo wir angesprochen haben, also die Datenbank, ATC oder Web und ein Worker. Und als kleines Gimmick habe ich euch dann noch da ein Vault mit reingewurschtelt und das Vault so konfiguriert, dass es mit dem Web kann. Und ganz, ganz fetter Disclaimer, ja, weil ich predige das mehrmals wöchentlich. Keine Secrets in Git Repositories. Man glaubt gar nicht, was man da alles findet. Ich habe hier alle Keys und alle Zertifikate eingecheckt, damit die Komponenten miteinander sprechen können. Weil sonst habt ihr gleich mal die erste Hürde, nämlich rauszufinden, welche Zertifikate ihr wo braucht, dass das Zeug miteinander spricht. Das heißt, hier gibt es einmal in Keys Dinge, die nicht in ein Git Repository gehören. Also, hier. Ja, da liegen SSH-Keys drin. Und hier, da liegen auch wieder Keys drin. Und dann gibt es nochmal Keys in Vault oder Zertifikate, die gehören da auch nicht rein und die sind da nur drin, damit ihr möglichst genehm damit rumspielen könnt. Jetzt habe ich das auch fürs Video nochmal gesagt. Genau, wenn ihr das in Produktion benutzt, dann dürft ihr uns nachher anrufen zum Consulting, wie die Scheiße wieder los. Nee. Also bitte, ja, also ganz im Ernst. Die Keys habe ich da eingecheckt, damit ihr möglichst leicht spielen könnt. Benutzt das nicht mal in QA. So, das zum Disclaimer.
Dann, wie gesagt, Docker Compose und erster Schritt, ich muss das irgendwie hochfahren. Ich bin nicht so firm mit Docker, wie das jetzt vielleicht gleich alles aussieht, aber Docker Compose kenne ich noch. Das heißt, ich mache Docker Compose, Docker Compose ab. Minus D, glaube ich, dämonisiert das Ganze, oder? Ja. Also ab im Hintergrund damit. So, und dann fährt er jetzt die Komponenten hoch. Es sollten 4 Stück sein. Es scheint, als hätte das funktioniert. Dann erster Schritt, man geht natürlich in den Browser und guckt, ob es geht. Aha. Ja, ich habe es in einem anderen Ding, da habe ich so ein ganz fancy Skript drumherum gemacht, wo dann curlt, bis es da ist und so. Das habe ich jetzt vergessen. Ja, das wäre nicht jetzt cool gewesen, aber ich habe es vergessen. Okay, Oberfläche ist da, cool, das scheint funktioniert zu haben. Warum auch immer, scheint der Browser das letzte Login zu cachen. Obwohl der Container vorher weg war, denkt der Browser noch, er sei eingeloggt. Ich habe nicht ganz genau rausgekommen, warum, das scheint ein Bug zu sein. Ja? Also jetzt loggen wir uns ein. Das Passwort ist ultra geheim, das ist Test und Test. Also auch hier wieder Production Readiness vor dem Herrn. Und jetzt sind wir eingeloggt. Also das hat schon mal funktioniert. So, und der nächste Schritt in dem Tutorial wäre jetzt, wir haben gesagt, ich kann, das muss ich euch noch zeigen, ja, weil man glaubt es ja am Anfang gar nicht. Ich habe gesagt, man kann mit dieser UI nichts konfigurieren. Man kann da nichts machen. Ja. Also man kann nur überall draufklicken. Ich klicke mal überall drauf, da geht gar nichts. Da kommt man auf diese Seite. Hier unten haben wir gesehen, kann man sich einen ausloggen, hier oben. Hier unten kann ich die Fly-CLI runterladen, also für Mac, Windows und Linux. Dafür habe ich ein Skript geschrieben, aber jetzt nochmal also zum Beweis, man kann auf dieser UI quasi nichts machen. Ja? Ihr könnt nichts konfigurieren. Ihr könnt auch nichts verkonfigurieren, umkonfigurieren, anders konfigurieren, ihr könnt nichts konfigurieren. Deswegen, wenn ihr irgendwas machen wollt, braucht ihr erstmal diese CLI-Fly. Also zu 100% hast du nicht recht. Ja, okay. Man kann es nicht konfigurieren, aber... Man kann, also ich habe ja vorhin gesagt, man kann eine Pipeline mehrmals in genau der Konfiguration wieder ausführen. Das heißt, wenn ich einen alten Softwarestand nochmal bauen möchte, dann kann ich in der UI die Pipeline zurücksetzen auf diesen Stand. Das nennt man dann Pinnen auf einen Versionsstand. Das ist möglich. Das wusste ich gar nicht. Danke. Ja. Okay, also wir haben das Zeug lokal laufen. Dann ist die nächste spannende Frage... Wie komme ich jetzt zu dem... Seht ihr das eigentlich? Könnt ihr das lesen? Ist so besser? Ja. Ist besser. Entschuldigung, sagt es doch. Mann, wir wollen interaktiv sein und so. Also wie kommt man zu dem Fly und wie loggt man sich ein? Dieser Export hier oben ist einfach nur der Host, ja, nichts Besonderes. Dann habe ich ein Curl-Kommando, da kann ich das runterladen, irgendwo hinlegen, dann mache ich es ausführbar. Und dann, ab da gibt es nur noch Fly. Ja? Und das erste Fly-Kommando, das ihr kennen müsst, ist Login. Wer Kubernetes kennt, der weiß, dass es in Kubernetes so Konfigurationskontexte gibt. Das heißt, ihr könnt auf einem Client mit mehreren Kubernetes-Clustern gleichzeitig sprechen oder die Kubernetes-CLI kann sich zu verschiedenen Clustern verbinden, indem sie eben so einen Config-Kontext anlegt und genau das gleiche macht Concurs auch. Deswegen muss ich als erstes mal so ein Target angeben. Also Target ist sozusagen der Kontext, in dem ich arbeite. Der Target hier heißt jetzt Demo. Das heißt, ihr lädt die ganzen Login-Informationen lokal in einen Config-File in euer Home-Verzeichnis und taggt es mit Demo, sodass er immer wieder weiß, wie kann ich mit Demo sprechen. Genau. Dann muss ich natürlich sagen, wo ist mein Konkurs? Und dann muss ich Username und Passwort angeben, wie gesagt, streng geheim. Und dann muss ich noch so einen Teamnamen angeben. Ich glaube, der ist per Default Main, oder? Main ist das erste Team, was den Konkurs so out of the box gibt. Genau. Und da bin ich eingeloggt. Und jetzt machen wir das einfach mal. Loggen wir uns mal ein. Weil ich nicht so gut bin im Tippen, wenn jemand zuschaut, habe ich da ein kleines Helferlein gebaut und kann jetzt hier einfach mal machen, wie hieß das? Ah, so heißt es, Download Fly. Und das downloadet nicht nur Fly, sondern das loggt sich auch ein. Und dann seht ihr, im Hintergrund ist das Curl passiert und dann hat es das Login gemacht und jetzt bin ich eingeloggt. Jetzt können wir einfach mal dieses erste etwas einfache Kommando hier ausführen, nämlich Fly Pipelines und weil ich das Fly lokal runtergeladen habe, weil ich verschiedene Versionen gleichzeitig haben möchte, muss ich noch den Pfad angeben und dann seht ihr, es gibt im Moment keine Pipelines. Also. Steht da blauer Text zwischen Login und Target Save? Nee, da steht leider nichts. Zwei Leerzeilen. Du verpasst überhaupt nichts. Aber wir haben das absichtlich eingebaut, um zu gucken, ob es schon schlaft. Nein. genau, also wir haben jetzt die Fly CLI und wir sind eingeloggt. Wichtig, ich war nicht im Internet zwischendrin, ja. Also die Fly CLI ist lokal, die passt auch immer zu eurem Server. Ihr müsst euch nicht darum kümmern, dass da die richtige Version beisammen ist. So, wir haben Fly CLI, wir sind eingeloggt.
Jetzt machen wir mal weiter. Es wäre ja mal cool, wir sehen mal so eine Pipeline, oder? Also jetzt wollen wir mal eine Pipeline. Deswegen sind wir hier. Drum mal ganz kurz, jetzt quasi von der Theorie in die Praxis. Wie sieht so eine Pipeline aus? Jetzt überlege ich gerade, da fehlt was. Hm? Das zeige ich lieber nicht. Ich glaube, das ist falsch. Tutorial 2. Doch, das ist richtig. Ich hätte es behauptet. Egal. Hier eine ganz, ganz Billo-Billo-Pipeline. Könnt ihr die sehen? Nee, Moment. So, für die Herrschaften in der letzten Reihe. Hello World Pipeline, ja. Was machen wir? Wir konfigurieren in der Pipeline genau einen Job, nennen ihn Hello World. Wir haben gesagt, ein Job hat einen Ausführungsplan. Ausführungsplan besteht aus Tasks, den nennen wir auch Hello World. Und dann kommt so ein bisschen Config. Die Plattform sagt einfach, okay, das ist Linux. Und dann wird definiert, und jetzt kommen wir zum ersten Mal mit so einem Docker-Image in Kontakt, es wird definiert, in welchem Image dieser Task läuft. Ja? Alles läuft in Images. Und bei einem Job muss ich eben Konkurs auch sagen, in welchem Image es läuft. Dann haben wir hier eine Busybox genommen, weil die halt klein und schnell ist. Muss man nicht so lange runterladen. Und in dieser Busybox führen wir dann einfach mal ein Echo Hello World aus. Das heißt, da unten mit Run, Path und Arguments kann ich zum Beispiel ein Shell-Skript ausführen. Das heißt jetzt wirklich ganz, ganz billo. Also mir fällt nichts Einfaches ein wie das. Genau, wenn wir jetzt hergehen in dieses Tutorial 2-Verzeichnis, habe ich mir hier wieder so einen Helfer gebaut, weil ich so schlecht bin im Tippen und habe ein Skript Setup Pipeline. Das gucken wir uns gleich mal nochmal genauer an. Was macht das Setup Pipeline? Das nimmt dieses YAML-Ding und erzeugt eine Pipeline. Ja, ziemlich einfach. Und wenn wir jetzt mal in Concourse gehen und uns das Ganze anschauen, ups, ich mache das mal weg, das brauchen wir überhaupt nicht. Und hier neu laden, ist schon da, ja. Tutorial 2, es ist jetzt eine Pipeline angelegt. Ich habe nichts in der UI gemacht, ja. Ihr habt das alle gesehen. Drückt da drauf, dann bin ich in diesem einen Job in der Pipeline. Oh, ich mache es mal anders. Also hier sieht man die Pipeline. Ja? Die Pipeline hat genau einen Job, nämlich Hello World. Der ist grau, weil er noch nicht gelaufen ist. Und wenn ich jetzt auf den Job draufklicke, dann kann ich den Job starten, indem ich hier auf dieses Plus klicke. Also eigentlich relativ einfach. So, und jetzt läuft quasi dieser Job das erste Mal. Da holt er jetzt unter anderem die Busybox aus dem Internet, deswegen dauert es beim ersten Mal ein bisschen länger. Und wenn er die Busybox hat, dann führt er in der Busybox hoffentlich unser Shell-Skript aus und dann steht da irgendwo Hello World. Okay? Fragen bis dahin, weil das läuft noch, haben wir Zeit? Es läuft alles lokal, ganz genau. Ganz genau. Also jetzt machen wir hier mal den Output von dem Skript auf. Dann sagt er hier, okay, er wartet jetzt erstmal, bis Docker da ist. Ich mache den ein bisschen größer. Er fährt da also irgendwie so eine Art Docker hoch. Dann holt er die Busybox. Das ist wohl latest. Verifiziert es natürlich alles ganz secure und so. Dann sagt er, okay, Busybox habe ich. Und dann wird hier unten das Shell-Skript ausgeführt. Ich sehe Hello World. Erste Pipeline. Check. Nicht so kompliziert, ja. So, dann muss ich gucken, was ich euch da als nächstes Tutorial überlegt habe. Ah genau, hier ist nochmal dieses Fly-Command, um eine Pipeline zu erstellen. Wieder Target angeben, Demo, set Pipeline, das Command, um eine Pipeline zu setzen. Non-interactive, weil wir es im Shell-Skript haben. Ich will da nicht gefragt werden, ob ich es wirklich tun will. Name für die Pipeline, wo die Config herkommt. Nicht so schwer. Okay. Ja. Kannst du mal zeigen? Über Flyworkers. Kannst du dich mal zeigen? Ja. Also es ist keine Docker-Runtime da. Docker ist nur das Container-Format erstmal. Es nutzt Garden und RunSeas, glaube ich, die Runtime. Also wenn man in den Container geht, dann würde man das auch finden. Und hast du mal die Shell da? Für dich immer. Jetzt. Fly-T, was hatten wir? Demo. Machen wir hier Fly-Containers. Ja, erzählen wir natürlich. Ist eine Demo, keine Container. Ja, die sind wieder weg, ja. Weil die wohl schon abgeschlossen wurden. Kann ich die Workers zeigen? Workers kannst du zeigen, ja. So? Genau. Workers sind effektiv für die Jenkins-Analogie die Build-Agents. Also die VMs oder in dem Fall Container, wo die Container, die den Payload ausführen, wirklich ausgeführt werden.
Also zu deiner Frage, ja, wenn ich hier auf der Maschine ein Docker PS mache, dann sehe ich nur den Container, wo ist er, in dem der Worker läuft. Ich sehe aber nicht die Container, die in diesem Worker gestartet wurden. Also das wird auch ziemlich schnell ziemlich schizophren, weil der jetzt Container in Containern hochfährt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich das mache. Die eine Möglichkeit ist, dass ich mein Docker-Socket einfach in den Container reinmount und so tue, als wäre ich auf dem System, wo die Docker-Engine läuft. Das macht er aber nicht, sondern der führt meines Wissens wirklich, der fährt in einem Container sozusagen nochmal eine Container-Runtime hoch. Ja. Aber frag mich da jetzt bitte nicht so viel, weil das ist so die Ebene, wo es bei mir auch aufhört. Also will da euch auch keinen Scheiß erzählen. Ja, genau. Also in einem Full-Blown Deployment wäre es eine eigene VM oder mehrere eigene VMs. Das hier ist so Debugging. Ich habe auch gestern mit einem Kollegen gesprochen, der das Ganze in etwas größerem Maßstab macht. Und der hat gemeint, in diesem Docker-Setup hat er öfter mal das Problem, dass das ein bisschen flaky ist und so nach einer Woche abschmiert oder so. Das Problem hatten wir nie, aber wir haben es bis jetzt auch produktiv immer nur in VMs betrieben. Ja. Aber jetzt so beim Rumspielen, ich habe das jetzt eine Weile gemacht, hatte ich eigentlich nie Probleme damit, dass alles in Containern läuft. Nur man muss wissen, außenrum ist Docker und innen drin ist nicht mehr Docker. Ja. Ja. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Nächstes Tutorial. Genau, muss ich kurz überlegen. Genau, wir wollen einen Input benutzen. Also wir haben gesagt, eine Ressource kann checken, kann Input bringen und kann Output machen. Das sind die drei Funktionen von einer Ressource. Und in dem, also hier wollen wir nutzen, dass die Ressource als Input dient für unseren Job. Und was wir hier jetzt machen, ist, dass wir quasi aus einem anderen Repository raus, in dem Fall ist es wieder das Demo-Repository, was ein bisschen rekursiv schizophren ist, aber ihr kommt da sicher mit, wollen wir ein Task-File ausführen, das quasi in diesem Repository drin liegt. Das heißt, wenn man jetzt Tutorial 3 anguckt, dann ist da nicht mehr nur eine Pipeline drin, sondern dann ist neben der Pipeline hier, ist nochmal so ein Hello World Task-File drin. Und weil wir es ein bisschen komplizierter machen wollen, ruft dieses Hello World Task-File jetzt nicht einfach Echo Hello World auf, sondern ruft ein Shell-Skript auf und ihr dürft raten, was da drin ausgeführt wird. Haha, Hello World, okay? Also das maximal komplizierte Hello World, das man wahrscheinlich mit Concourse bauen kann. Aber ihr habt dann jetzt jedes Konzept mal gesehen. Genau, wenn ich das jetzt wieder in Concourse einrichte, mit meinem Helfer-Skript, das da mal heißt Setup Pipeline, dann sehe ich, okay, er hat jetzt eine neue Pipeline angelegt. Wo ist der? Ich weiß gar nicht, wo der Name ist, frage ich mich gerade. Also hier steht, dass es Tutorial 3 heißt. Ist ja auch egal. Genau, da unten, ganz unten, ja, okay. Gucken wir uns das an. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus wie vorher. Ich habe wieder, ja? Ich wollte vielleicht erwähnen, dass das, was die Pipeline hier gezeigt wird, dass es eigentlich ein Diff ist und nicht einfach nur ein Output. Ja, du hast recht. Das ist der Dimi ist eine Waffe, sage ich immer, ja? Echt, also... Ich habe das Vergnügen, jeden Tag mit dem zusammenarbeiten und das ist echt der Wahnsinn. Also wenn ich das jetzt nochmal mache, dann ist es ziemlich leer. Ja, das sind die geheimen schwarzen Zeilen, wo gerade jemand gefragt hat, kein blauer Text drin. Demi hat vollkommen recht, es ist ein Diff. Ja. Davor war nichts da, dann war alles da, deswegen war alles grün. Wenn ich es nochmal mache, Idempotenz für den Gewinn, passiert nichts mehr. Okay? Genau, aber danke Demi. jetzt haben wir eine zweite Pipeline. Wieder ein Job Hello World. Und wir haben jetzt aber so eine Import-Ressource Demo-Repo. Das heißt, was jetzt passiert ist, wenn ich den Job ausführe, er geht zu dem Git-Repository, holt den Inhalt und führt dann halt schön das Task-YAML aus, das das Shell-Skript ausführt, das Echo Hello World ausführt, also in Direktion für den Gewinn und das Ganze dann noch in Container, ja. Egal. Okay, starten wir das. Es sollte jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller gehen. Genau, es geht viel schneller, habt ihr es gemerkt, weil der Container schon da war. Warum geht es so lang? Ich bin verwirrt. Weil er das Repo erstmal auscheckt. Ist nicht riesengroß, klar. Wahrscheinlich mit das schnellste Hello World, das ihr je gesehen habt. Hier ist es. Und funktioniert hat es, indem wir jetzt sozusagen das, was wir ausführen, in zweifacher Indirektion von einem anderen Repository geholt haben. Und das andere Repository ist jetzt eben unser erster Input in so eine Pipeline rein. Vorstellen müsstet ihr euch jetzt an der Stelle, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, in diesem Demo-Repo, da liegen eure Java-Sourcen, ja, und statt Echo Hello World führt ihr auf Maven Install oder Cradle Build oder was auch immer und am Schluss habt ihr da jetzt ein Char, ja, also ihr müsst ein bisschen kreativ sein, weil ich hatte nicht so viel Zeit.
Und ich glaube, es hat so lange gedauert, weil auch dieser Download von dem Repo ebenfalls in einem Container ausgeführt wird. Und der muss logischerweise gestartet werden. Wenn man jetzt auf diese Ressource-Demo-Repo draufklickt, sieht man auch hier die Version, die verwendet wird. Und hier ist so ein Pin. Also wenn ich sage, egal was danach kommt, kann ich, glaube ich, hier draufklicken. Und dann habe ich praktisch das, was ich vorhin meinte, diese Ressource auf diese Version gepinnt und kann auch auf älteren Ständen mehr oder weniger arbeiten. Ja. Hier wird es nicht extra irgendwas deklariert, aber cached er das Repo irgendwo? Mhm. Also so eine Ressource, das zeigen wir nachher noch, die hat drei Methoden. Die hat Check, In und Out. Und der Vertrag, der quasi mit Check ausgehandelt wird, ist, du musst eine chronologisch geordnete Liste an Versionen liefern. Und diese Liste, die schreibt Concos in seine Datenbank. Und beim nächsten Check macht er quasi einen Diff zwischen dem, was neu kommt, dem, was er schon hat. Wenn er was Neues sieht, dann baut er quasi damit. Das ist die Art und Weise, wie getriggert wird. Das heißt, für Git-Repos macht das einfach an der Git-Revision. Richtig. Git-Revisions. Ich glaube, Tags nicht. Ich glaube, es sind wirklich nur Revisions. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Genau. Aber was nicht geht, um wieder jetzt so ein bisschen die Downsides vielleicht anzugucken, ich kann leider kein Multi-Branching machen. Also das Konzept kennt Concos nicht. Am Anfang fand ich es blöd, weil ich dieses Multi-Branching in Jenkins eigentlich ganz cool fand für unseren Workflow. Wir machen quasi einen Feature-basierten Workflow oder Feature-Branch-basierten Workflow. Mit einer Zeit kommt man aber auch drauf, dass so Feature-Branching mit Pipelines ein ziemliches Kopfweh ist. Ja? Weil du hast dann plötzlich eine Pipeline in 20 verschiedenen Ausführungen, die nicht nur 20 verschiedene Artefakte bauen, sondern es auch auf 20 verschiedene Arten und Weisen machen. Und irgendwann denkst du dir, was passiert hier eigentlich? Also ich habe das dann gemerkt, wo ich das anderen Kollegen versucht habe zu erklären, wie meine vier Jenkins-Pipelines mit jeweils 20 Branches irgendwie zusammenarbeiten. Und man guckt da ziemlich schnell in sehr groß fragende Gesichter. Also deswegen finde ich es inzwischen eigentlich ganz cool, dass man angehalten ist, auf einem Branch zu arbeiten, was, glaube ich, sowieso ganz cool ist. Auch hier wieder Opinionation, ja. Die denken halt Trunk-based und Trunk-based ist Master. Und wenn du eine Pipeline für einen anderen Branch willst, dann musst du dir da halt eine Config dafür schreiben und ein Meta-Pipeline kommen wir nachher drauf und eine weitere Pipeline anlegen. Concos macht es selber nicht. Ja. Doch, kann man schon, wenn man eine Pipeline dafür macht. Man kann natürlich so einen kleinen Workaround machen, über den ich noch nicht länger nachgedacht habe, ob er wirklich funktioniert. Aber genau. Praktisch eine Pipeline, die ein Repository oder die Branches in einem Repository checkt und wenn einer dazukommt, da eine neue Pipeline erstellt. Also eine Pipeline, die Pipelines erstellt. Dann kannst du praktisch auch on-demand deine Pull-Requests checken. Eine zweite Pipeline, die Pipelines genau. Löscht, die man nicht mehr braucht. Ja, früher war man da sehr geizig, aber ohne Pipeline, 2 Wochen Arbeit, kostet viel Geld, ja, und da muss man jetzt anders denken. Da muss man sagen, Pipeline, zack da, zack weg. Also mache ich einfach ein und schmeiße wieder weg. Also genau. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen, Pipeline als Wegwerfgut zu betrachten, hilft einem ein bisschen, da auf andere Ideen zu kommen. Dann hast du irgendwie deinen Zugriff zu deinem Git-Repository, dann kannst du automatisiert da bei diesem Pull-Request schreiben, okay, Test war erfolgreich oder eben nicht, wirst du wieder weg. Prinzipiell alles gut. So aber in der Theorie. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das sind genau die Punkte, wo ich immer so zwei Herzen in meiner Brust habe. Ja, auf der einen Seite denke ich, hey, so ein automatischer Build bei einem Pull-Request, der dann in GitLab noch ein grünes Häkchen macht, wenn es funktioniert hat, das ist schon cool, das will man schon irgendwie. Ach, das geht schon. Da kann ich dir Sachen erzählen. Ja, da sagst du GitLab und sag ich, was? Also, ja, aber ich gebe dir recht, ja. Aber man muss da ein bisschen frickeln, das ist richtig. Ich meine, wenn man halt richtig viele Pull-Requests hat und theoretisch sagt, so am Tag auf einem Master, wenn ich 240 Merges mache, dann muss ich mir halt überlegen, dann habe ich 240 potenzielle Builds, die je nachdem, wann irgendeiner auf Merge gedrückt hat, total waste waren, weil sie nämlich nicht das Richtige getestet haben. Mhm. Ich glaube, dafür ist Concos nicht das richtige Tool.
raus, weil dafür ist viel zu träge, gerade für so Pull-Requests, als was dir beispielsweise in Travis oder in GitLab CI von Haus aus, das sind nicht die Stärken von Concurse. Da wäre ich bei dir. Also wir nutzen das sehr stark für Dinge, für die es Pivotal gebaut hat, nämlich zum Deployment von Systemen. Also wir versuchen zum Beispiel gerade Pipelines zu machen, die Kubernetes-Cluster ausrollen. Und da kann man halt sehr viele Konstrukte benutzen, zum Beispiel so das Prüfen von Bosch-Releases oder das Triggern von so einem Bosch-Deployment oder die Integration von CredHub zum Beispiel ist da auch ein Traum, weil CredHub nämlich auf der anderen Seite in Bosch integriert. Und ich sag mal, da hat man halt eine ganze Menge Schmerzen los, die man sich mit einem x-beliebigen anderen Tool mindestens einhandeln wird, wenn man sie überhaupt vernünftig lösen könnte. Ich bin voll bei dir bei so Billow Maven Builds. Da wäre ich, glaube ich, auch dazu geneigt, wenn ich zum Beispiel ein GitLab hätte, das GitLab CI zu benutzen, um meine Chars zu bauen. Und dann habe ich die Artefakte irgendwo rumliegen und dann habe ich irgendwie so eine größere Pipeline in Concurse, die weiß, wie zum Beispiel meine ganze Microservice-Architektur dann deployed wird. Die dann mit vielen Inputs und vielen Outputs klarkommt, wo ich dann eben in so einem Thing-Doer-Ansatz viele, viele Dinge tun kann. Also dass du quasi ab dem, quasi vielleicht eventuell ab System-Test-Level oder eben irgendwelche Pre-Release-Stages dann auf das hier switchen, vorher gibt es ja als Beispiel. Also wäre eine so Überlegung, ja. Das ist, glaube ich, auch so, genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass bei Pivotal auf eine gewisse Art und Weise gearbeitet wird und die sind da so strikt, dass sie sagen, das Tool unterstützt den Workflow und den finden wir gut und alles andere finden wir scheiße und das unterstützt es nicht, so ungefähr, ja. Und dann hast du das Tool und take it or leave it, ja. Wie viele Sachen dann eben zwischen dem Runnen, dem Approval und deinem Merge, also wie viel da noch parallel passiert. Ja. Ne? Und dann, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja. Aber können wir nachher vielleicht beim Essen nochmal einsteigen für die, wo es interessiert. Genau, also wir haben jetzt dieses dritte Tutorial gemacht, was eben so einen parametrisierten oder nicht mal parametrisierten, sondern so einen Task external reingezogen hat aus einem Input. Die Files habe ich euch gezeigt. Genau, und das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe vorher gesagt, wenn ich die Tasks in eigene Task-Files packe, dann kann ich sie eben auch isoliert ausführen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich glaube, ich habe das nie wieder probiert. Das heißt, es sollte jetzt möglich sein, der Fly CLI mit dem E, was für Execute steht, ein einzelnes Task-File auf Concurse ausführen zu lassen. Also das finde ich wirklich, ich kann es nicht überbetonen, ein sehr, sehr cooles Feature, weil wer schon mal Jenkins-Pipelines, also komplexe Jenkins-Pipelines debuggt hat, und jeweils 15 Minuten wartet, bis er an der Stelle ist, die dann 50 Mal crasht, weil man zu doof ist, irgendwie 5 Zeilen Groovy hinzukriegen. Okay. Punkt, ja, tut mir leid. Ja, das war jetzt nur, dass ich wieder wach werde. Das war Halbgas. Also hier, ja, so. Das war ein ganz einfacher. Genau. Also ich habe jetzt sozusagen dem beim Ausführen einen lokalen Bildkontext mitgegeben mit dem minus i, glaube ich. Genau, i steht für Input. Kann man sich leicht merken. Und habe gesagt, führ bitte das, was in der YAML steht, aus und schieb dazu noch alles, was in dem Repository ist, in den Container rein erst. Und dann lädt er halt wirklich sehr charmant über HTTP den ganzen Krust erstmal zu Concurse hoch, führt es dann dort aus und gibt mir hier den Output zurück. Also das finde ich wirklich mega praktisch, um komplexere Skripte irgendwie zu debuggen, ohne dass man 1000 Commits macht. Ja. Genau, funktioniert auch. Genauso, da habe ich jetzt leider nichts vorbereitet, aber kann ich auch in so einen Container, Concurse nennt das Hijacken. Das heißt, ich kann in so einen laufenden Task- oder Ressourcen-Container reingehen und mal rumgucken, was ist da eigentlich alles wo drin, weil am Anfang weiß man gar nicht, welche Inputs wohin geschrieben werden und so. Und dann kann man halt sehr leicht in dem laufenden Container auch debuggen. Das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, sagen wir mal. Insbesondere auch, welche Umgebungsvariablen sind gesetzt, die man ja übergeben kann und
Was haben wir da wieder vercheckt? Genau. Umgebungsvariablen, super Stichwort, ist nämlich Tutorial 4. Du bist halt der Meister der Überleitung, ist der Wahnsinn. Bei dem Tutorial habe ich versucht zu zeigen, wie kann man Dinge parametrisieren. Und der interessante Abschnitt ist eben hier unten. Ich kann einem Task Parameter mitgeben. Und das Konzept dahinter ist wieder tödlich einfach. Ein Parameter wird einfach als Umgebungsvariable in den laufenden Container injected und da kann ich es wieder rausbuddeln. Ja? Das heißt, die Task-YAML in dem Fall reicht den Container, den Parameter einfach nur weiter. Und in meinem Shell-Skript kann ich den Parameter dann einfach aus der Umgebung auslesen. Also auch hier wieder ziemlich billo. Wenn es funktioniert, solltet ihr jetzt nicht mehr, Achtung, aufpassen, Hello World stehen, sondern Hello Parameters, damit ihr aufwacht und wieder aufpasst. Gucken wir uns das an. Tutorial 4 sind wir jetzt. Auch hier wieder ein Setup-Pipeline-Skript. Auch hier wieder alles grün, wenn wir es nochmal ausführen lassen, schwarz. Also kurzer Break hier, weil mir ist es in letzter Zeit wieder so bewusst geworden. Man spricht ja bei manchen Sachen inzwischen so von Cloud-Native und es gibt dann auch die Cloud-Native-Tools. Und manchmal hat man dann so Aha-Momente und dann merkt man, was macht ein Cloud-Native-Tool ein Cloud-Native-Tool? Und dann denkt man, eine REST-API braucht es. Für mich so ein zweites Schlüsselkonzept von Cloud-Nativeness, vor allen Dingen im Systemkontext, im Betriebskontext, ist Idempotenz, ja. Also ich will mich nicht drum kümmern, in meinem Skript rauszufinden, gibt es die Pipeline schon oder nicht, sondern ich will das Kommando da einfach so oft, ich will hinschicken. Und wenn sich was ändert, soll sich was ändern. Wenn sich nichts geändert hat, soll gefälligst nichts passieren. Und das finde ich hier halt, das ist was ganz Kleines, Einfaches, aber das finde ich total cool, dass ich mich um solche Sachen nicht kümmern muss. Ja? Ich setze so eine Pipeline und wenn ich das nochmal mache, dann sagt er nicht, Edge-Batch gibt es schon geheim, sondern er macht einfach nichts. Ist okay. Ja? Also ist schon da, genauso wie ich es will, macht nichts. Also Kleinigkeit finde ich aber ziemlich gut. Dann gehen wir mal auf die Pipeline. Wie gesagt, jetzt gut aufpassen, ändert sich eine Kleinigkeit. Ich vergesse immer Dinge. Ich habe da nämlich nochmal was eingebaut, auch wieder, dass ihr aufwacht, weil vorher, ich zeige es nochmal, im Tutorial 3 war hier ein so ein Ding rein, ja, das Demo-Repo, und hier, jetzt genau hingucken, sind zwei Dinger da rein. Ja. Also sieht erstens cooler aus, und zweitens kann man hier jetzt auch sehen, im Gegensatz zu Jenkins, wo man alles so linear hintereinander passieren muss und nichts anderes kann, kann ich hier jetzt so Fan-In machen. Ja? Also ich kann sagen, für meinen Job brauche ich ganz viele Inputs, kann den schön modellieren und kann am Ende des Tages halt nicht mehr nur sequenzielle Pipelines formulieren, sondern ich kann wirklich Graphen formulieren als Pipelines. Ja? Also nicht zyklische, gerichtete Graphen, glaube ich, um das einzuschränken. Ja? Und genau, aber so viel zum Thema Informatik, zurück zur Praxis. Auch hier wieder ausführen. Wisst ihr noch, was kommen sollte? Ah, da hat jemand aufgepasst. Perfekt. Okay, dann gucken wir mal rein. Könnt ihr es lesen? Warum geht's nicht? Hier, könnt ihr es lesen? Hello Parameters, ja, hat also wohl krass, geil. Okay, gut. Ja, also so viel dazu. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da noch so im Petto habe. Variablen. Ah, genau. Was habe ich jetzt da gemacht? Warum habe ich das gemacht? Das Placeholder. Wie du die Variablen füllst. Genau. Ich will nochmal? Nee, das noch nicht. Ich wollte euch noch was anderes zeigen, was wir sehr rege nutzen, und zwar Parametrisierung von Pipelines. Also wir haben jetzt gesehen, wie man Tasks parametrisiert, aber oft habe ich ja auch ähnliche Pipelines in verschiedenen Projekten, was weiß ich, bauen von einem Maven-Artefakt. Ja? Ist ja eigentlich immer zu 99% das Gleiche, aber an irgendeiner Stelle ein anderer Name oder irgend sowas. Ja? Das heißt, es wäre cool, ich könnte die Pipeline selber auch irgendwie parametrisieren und nicht nur meinen Task. Und auch hier hat jetzt Concourse sich wieder einen Mechanismus bedient, den kann man gut oder schlecht finden, aber jedenfalls gab es den schon. Die haben quasi so eine Art Templating in die YAML-Files eingebaut. Ich finde es todsimpel, aber ich glaube, schön mal gesehen zu haben. Das heißt, ich kann in meiner Pipeline, wo habe ich das gemacht, habe ich jetzt hier den Parameter nicht mehr hardcodiert da drin, sondern der wird quasi als Preprocessing aus einem Settings-File gelesen. Konzept klar.
Das heißt, das Settings-File, Achtung, jetzt nicht erschrecken, ist sehr komplex. Okay? Da steht einfach nur drin, was soll in dem Parameter stehen. Und Fly macht jetzt hier quasi eine kleine Template-Engine und replaced in meinem YAML für die Pipeline einfach das Setting aus dem Settings-File. Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, wird aber zum Beispiel richtig cool, wenn ich Umgebungen managen muss. Also wir haben zum Beispiel unsere Cloud, gibt es weltweit in 5 Regionen. Die Struktur der Konfiguration in den 5 Regionen ist überall gleich, aber die Konfiguration ist nicht anders. Und deswegen hätte ich natürlich jetzt so ein Multilevel-Merge gern, ja, dass ich sage, okay, das sind die Settings, die sind global gleich, das sind die Settings, die sind in QA so, in Produktion so, und das sind die Settings, die sind in China so und in Deutschland so, in den USA so. Und dann, wer Ansible kennt, da gibt es auch die Environments und die Variablen in den Roles und am Schluss wird das alles nach einem definierten Weg zusammengemerged. Und diesen Merge-Weg, den kann ich mir jetzt halt selber bauen, indem ich mehr und mehr so Variablen-Files übereinander lege und damit sozusagen try, also ohne Wiederholung, meine Settings in einzelne Files lege, einen Weg definiere, wie das am Schluss zusammengemerged wird und dann alle Settings habe, die ich brauche. Das ist das, was ich euch damit eigentlich zeigen wollte, weil die Pipeline an sich, die macht es nicht viel mehr wie vorher. Es ist nämlich wieder eine Kleinigkeit zum Aufpassen dabei, weil jetzt ist nicht mehr Hallo Parameter, sondern jetzt ist es Hello Settings, genau, also passt gut auf. Ich habe wieder mein Setup Pipeline Script. Hat wohl funktioniert. Geh da rein. Oh, jetzt muss ich euch schnell noch das Kommando zeigen, gell? Das war jetzt vielleicht ganz gut, dass man das gesehen habt da drin, weil das ändert sich jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt hier diese eine Zeile mehr. Load vars from file sozusagen, gebt das Settings-File an. Und das kann ich n-mal machen. Ich kann das von ganz vielen verschiedenen Settings-Files laden und dann kann ich eben diesen Merge da damit implementieren. Ich glaube, der Letzte gewinnt. Richtig? Ich ja. glaube schon. Okay, also das so als Idee, ja. Erwartet jetzt nicht zu viel. Es funktioniert hoffentlich wie gedacht und am Schluss steht Hello Settings. Ah, danke, danke. Oh, das hätte ich voll vergessen. Das kannst du erklären. Noch ganz kurz, der Task heißt scheiße, es tut mir leid. Der heißt noch so wie vorher. Ich war schon ziemlich müde, als ich das gemacht habe. Hier, Hello Settings, ja. Okay. Es geht um den hier, ja. Also warum ist hier jetzt der zweite Fan-In mit der Busybox? Ideen, was der macht? Genau. Also der modelliert im Prinzip etwas expliziter die Abhängigkeit von diesem Job zu dem Container, in dem er ausgeführt wird. Ich führe den Job in der Busybox aus oder den Task in der Busybox aus und ich zeige hier, dass Busybox sozusagen über den Ausführungscontainer ein Input für den Job ist. Genau. Also es ist nur eine andere Visualisierung. Ich kann damit aber sozusagen die Konfiguration von dem Container in eine Ressource schieben und muss sie dann in der Pipeline nur einmal machen. Naja, man hat zwei weitere Möglichkeiten dadurch. Die eine ist, ich kann wieder auf eine bestimmte Version von dem Container meinen Job pinnen. Die zweite ist, was war's? Das kannst du sowieso eigentlich. Genau. Ja, genau. Danke, genau. Demi. Dass praktisch die Pipeline oder der Job automatisch getriggert wird, wenn Konkurs merkt, okay, es gibt eine neue Version von dieser Ressource. Wir haben jetzt hier, glaube ich, keine Trigger-Ressourcen. Wenn eine Ressource ein Trigger wäre, wäre es eine durchgezogene Linie. Hier sind sie jetzt gestrichelt, von wegen Soft-Abhängigkeit, so interpretiere ich das. Ja. Genau. Ja, wenn sie wieder kommt, die haut immer ab. Genau, also hier gestrichelt, Dependency durchgezogen, Dependency Trigger. Okay. Okay, also Settings diesmal quasi in ein Pipeline-Template reingemerged. Ich sehe, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ihr habt Hunger. da steht nochmal drin, wie das funktioniert. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu dem... Okay, also wer von euch hat sich schon mal oder hatte schon mal das Problem, dass er Credentials in seinem System braucht? Besser wäre nicht. Wer von euch hat einen Kollegen oder eine Kollegin schon mal darauf hingewiesen, dass sie die aus Versehen in Git eingecheckt hat? Ja, und wer hat auf GitHub dieses Tutorial gesucht, wie ich die Scheiße wieder rauskriege? So, willkommen im Daily Business, ja. Nee, das ist wirklich ein ziemlich
ich finde, ein ziemlich hartes Problem, ja. Also man hat angefangen, hat diese ganze Config-Management-Geschichte mit so Tools wie Chef, ja. Dann hat man in Chef irgendwie so encrypted Files gehabt, wo irgendwelche Credentials drin liegen, und wenn man Credential Rotation gemacht hat, dann muss man diese Files neu encrypten. Riesenkrütze, ja. Und wenn man zum ersten Mal von Vault hört, dann denkt man, eine Serverversion von OnePassword, voll cool, ja, aber Und dann kapiert man irgendwann, was so ein Tool eigentlich macht und kann, und dann merkt man plötzlich, wow, krass, das ist so ein Gamechanger, ja. Also wenn ich zum Beispiel in Vault ein Credential hole, um auf eine Datenbank von den administrativen Tasks zuzugreifen, dann kann ich das so machen, dass das Credential genau 5 Minuten funktioniert und danach ist es wieder weg, weil Vault im Hintergrund mit der Datenbank spricht und weiß, welche Rechte der User braucht oder kriegt, den User anlegt und danach wieder wegmacht. Das heißt, wenn das Credential flöten geht oder es eure Kollegin in Git eincheckt, dann, mein Gott, ja. Also dieses Vault ist wirklich, oder diese Pumps, wie man das abstrakt nennt, das sind wirklich krasse Tools, die plötzlich ganz andere Workflows ermöglichen. Und sozusagen als kleinen Appetizer hier war die Anforderung einfach jetzt, diese Parameter nicht mehr wie vorher aus einem Settings-File zu lesen, weil die können wir nicht einchecken, was machen wir dann mit dem File, sondern wir wollen unsere Geheimnisse an einer zentralen Stelle speichern, wir wollen sie an einer zentralen Stelle rotieren, wir wollen an einer zentralen Stelle einen Audit-Log, wer da wann wieder drauf zugegriffen hat, wir wollen vielleicht jemand auch an zentraler Stelle den Zugriff abklemmen, weil wir merken, da treibt jemand Schindluder, ja, oder so ein Credential ist geleakt. Also ganz im Ernst, wer dieses Vault oder die Konzepte dahinter noch nicht kennt, das ist wirklich, das verändert die Welt, okay? Und Concourse macht es sehr einfach, so ein Vault zu benutzen. Vault ist Open Source. Ja, okay. Ja, die waren lustig. Genau, also, ja, egal. Genau, was wollte ich euch jetzt der Reihe nach zeigen? Also in dem Pipeline-Skript selber ist es relativ einfach. Das ist genau wie, wo ich vorher so ein Setting verwendet habe, nämlich Klammer auf, Setting-Name, Klammer zu. Nur will ich das jetzt halt aus Vault lesen. Und die, habe ich das irgendwo hingeschrieben? Ah, genau, hier. Die Reihenfolge, in der Vault das macht, also jedes Credential, oder Concourse das macht, jedes Credential in Vault hat einen sogenannten Pfad. Und Concourse erwartet jetzt Credentials einfach per Konvention in einem bestimmten Pfad. Und die erste Möglichkeit, die ich habe, ist, alles muss unter slash Concourse, Teamname, Pipeline-Name, Parametername liegen. Oder die zweite Konvention ist, alles muss unter Concourse, Teamname, Parametername liegen. Das erstere gewinnt vor dem zweiteren. Okay? Das heißt, was ich euch jetzt zeige, ist zum ersten, wie konfiguriere ich Concourse, dass es auf Vault zugreift. Dann initialisiere ich das Vault kurz, da gibt es noch ein paar Schritte. Dann laden wir die Pipeline hoch und das Auslesen der Parameter aus Vault, das erfolgt zur Runtime der Pipeline. Und das ist ganz wichtig, ja, weil damit kann ich nämlich die Credentials in Vault rotieren und weiß beim nächsten Durchlauf der Pipeline, ich muss überhaupt nichts in Concourse ändern, nimmt er die rotierten Credentials. Okay? Also, das ist sehr, sehr aufregend, weil ganz arg komplex, da gibt es nicht mehr nur ein Skript, sondern ganz viele und die muss ich jetzt in richtiger Reihenfolge, 6. So, als erstes muss ich machen, mein Vault aufsetzen. Setup Vault. Da passieren jetzt ein paar Dinge in dem Vault-Container, die erkläre ich euch ganz kurz für die, wo Vault nicht kennen. Vault hat eine interne Verschlüsselung seiner Credentials und diese Verschlüsselung funktioniert mit einem oder mehreren Geheimnissen. Kurze Exkursion, total cool. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will 5 Geheimnisse für mein Safe und ich sage, ein Quorum von 3 Geheimnissen muss da sein, dass ich den Safe entsperren kann. Das heißt, ihr könnt die 5 Geheimnisse in eurer Firma auf 5 Leute verteilen. Und wenn ihr das Ding aufmachen wollt, dann müssen mindestens 3 Leute da sein, dass sie das Ding aufmachen können. Jeder kann es sperren, aber ihr braucht ein Quorum von 3 Leuten, dass das Ding wieder aufgeht. In dem Fall hier habe ich es mit einem Token gemacht und benutze den einen, um es zu entsperren, mache ich im ersten Schritt. Im zweiten Schritt muss ich meinen User bei Vault authentifizieren, dass ich da drin irgendwas machen kann. Dazu generiert Vault beim initialen Initialisieren ein Root-Token, das verwende ich und authentifiziere meinen User damit gegen Vault. Danach enable ich ein sogenanntes Authentication Backend. Das heißt, Vault kann auf unterschiedliche Art und Weise User authentifizieren, also LDAP, zertifikatsbasiert, tokenbasiert, keine Ahnung, was es alles gibt. Egal, wir benutzen zertifikatsbasiert. Dann schreibe ich noch eine Policy. Das ist sozusagen die Regel, dass Concourse auf sein Zeug zugreifen darf. Und dann erzeuge ich noch einen sogenannten Key-Value-Store. Das ist eine sogenannte Secrets Engine, also 2 Core-Komponenten von Vault sind einmal die Authentication-Backends, wie darf sich ein User authentifizieren, und Secrets-Engines, wie werden Secrets in Vault gespeichert, und
so eine Billo oder eine recht rudimentäre Secrets Engine einfach Key Value. Also zu einem bestimmten Schlüssel wird ein bestimmter Wert gespeichert. Okay. Jetzt habe ich Vault initialisiert. Der nächste Schritt ist, ich hätte gerne ein paar Credentials in Vault, nämlich zwei Stück. Dann habe ich jetzt wieder ein Skript, schreibe ich zwei Dinge, die sind jetzt in diesem Vault gespeichert. Und der nächste Schritt ist, ich lade meine Pipeline wieder zu Concourse hoch, das ist nichts Neues, das kennt ihr schon. Dann erzeuge ich die Pipeline, wo ich gerade gezeigt habe, mit diesen zwei Settings, nämlich die Vault-Parameter. Das sind genau die, die ich vorher geschrieben habe. Und das hat jetzt vorher nicht gleich funktioniert. Mal gucken, ob es jetzt gleich funktioniert. Da war die Pipeline erstmal zickig. Das ist Tutorial 6. Es hat sich überhaupt nichts geändert, außer dass ich meine Sachen jetzt aus Vault lese. Und zwar zur Laufzeit. Also für die Demo wäre es vielleicht cool gewesen, ich ändere es in Vault und führe es dann nochmal aus. Das habe ich nicht gemacht. Oh, danke. Ich brauche mehr Cola. Also während wir hier warten, für Vault gibt es ein ziemlich cooles Tutorial. Dauert so eine halbe Stunde. Das könnt ihr euch abends mal angucken. Und das ist wirklich cool. Also das macht wirklich Spaß. Wer kennt Vault? Ich rede davon. Vergiss es, okay. HashiCorp Vault. Okay. Ja, Entschuldigung. Also wer kennt HashiCorp Vault? Das klingt gleich. Okay. Gehen auch andere Vaults? Es gibt GradHub. Für GradHub gibt es noch eine Integration. GradHub ist Open Source ebenfalls von Pivotal oder Cloud Foundry Community, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, warum das. Ansonsten wüsste ich nicht, dass aktuell andere Integrationen da sind. Nee, es geht beim ersten Mal nicht. Ich weiß nicht warum. Daheim hat es funktioniert, aber wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, hat es vorher funktioniert. Das ist aber auch wieder so, dass ihr aufwacht. Hey, den besten Spruch, den ich dazu mal gehört habe, das war so geil, wir wollten T-Shirts davon machen. Wir hatten einen gut bezahlten Consultant von Pivotal bei uns, der war ein total netter Kerl, aus Krakau kam der, war super, ja. Und der hat sich dann immer ein bisschen drüber echauffiert, dass bei uns so Proxys und so gibt und er nicht auf die Systeme kam. Und dann hat er mal alles parallel auf GCP gebaut, ja. Und eines Tages kam er halt am Montag ins Büro und hat uns zeigen wollen, was er Cooles mit Monitoring gemacht hat. Er wollte uns das zeigen und krabums ging halt nicht. Und dann hat er gemeint, komisch, works on my cloud. Oh, runs on my cloud, hat er gesagt. Und dann habe ich gedacht, da müssten wir echt ein T-Shirt machen, ja, runs on my cloud, weil das ist halt die absolute Steigerung von works on my machine, ja, egal. Ja. Genau, also hier Secret 1 und 2 aus Vault gelesen zur Laufzeit. Ich kann euch leider nicht zeigen, wie man es ändert, weil da müsste ich jetzt rausfriemeln. Egal, funktioniert, okay? Ich würde, glaube ich, ich will euch noch eine Sache zeigen, dann hören wir die Demo auf und dann machen wir im Rest schneller fertig, weil wir jetzt ewig gebraucht haben. Das war nicht ganz so geplant, aber... Ah doch, das will ich euch noch zeigen, weil das ist wirklich geil, ja? Wer von euch hat schon mal Docker-Images gebaut? Okay. Ist normal so ein bisschen... es ist nicht so Voodoo, aber in so einer Pipeline macht man da normal ein paar Dinge. Wenn ich das mit Concourse bauen will, dann definiere ich eine Ressource Docker-Image. Sag, wo ist mein den Docker Registry, mit welchem Username, Passwort komme ich da drauf. Und dann sage ich hier unten, ich möchte einen Put auf diese Ressource machen. Und für das Bauen benutze ich das, was in meinem Git-Repository ist, das ich mir anziehe. Und dann weiß Concourse, dass ich zum Bauen einen Docker-File benutze, weiß die Docker-Kommandos, um zu bauen und macht es einfach. Ja? Das ist alles, was ich brauche, um ein Docker-Image zu bauen in Concourse. Und das ist halt ziemlich cool, finde ich. Also weil das halt that simple ist. Also wer es nicht glaubt, wir probieren es mal aus. Es könnte sein, dass es jetzt kracht, weil ich versuche, was zu überschreiben. Aber das kracht erst sehr spät. Also ihr seht, dass es funktioniert. Ja. Wenn es kracht, dann kracht es sehr spät. Mal kurz gucken. Ja, das ist wieder nur das. Genau, also warum ist das denn jetzt passiert? Das war jetzt nicht geplant. Geil, das glaubt ihr mir nicht mehr, aber das war nicht geplant. Nee, da ist irgendwas anderes kaputt. Da habe ich irgendeinen falschen URL. Der ist auch noch nicht fertig. Ja, warum? Ich glaube, wir haben ihn kaputt gemacht. Wir haben das System getötet, was ziemlich cool wäre. Ja, wir haben es tot gemacht. Live-Troubleshooting. Der Demi moderiert. Docker Compose down. Das ist ziemlich gut, weil das ist gut für das Letzte, was ich euch noch zeigen wollte. Ich schmeiße es jetzt einfach weg, weil mir ist jetzt zu blöd rauszufinden, warum das kaputt ist. Irgendwas ist kaputt gegangen. Dann ist ultra reliable, okay.
Mach's jetzt weg, mach's jetzt weg. Genau, okay. Docker compose admin-d. Bitte funktionier wieder, sonst gehen wir gleich zum Essen. Entschuldigung, jetzt muss ich erstmal was anderes machen. Jetzt muss ich erstmal mich wieder einloggen. Dann kann ich jetzt nochmal Pipeline. Nein, das scheint nachhaltig kaputt zu sein. Jetzt ist die spannende Frage, warum? Schade. Das haben wir jetzt ein bisschen kaputt gemacht wohl. An der Stelle beenden wir die Live-Demo. Es tut mir leid, warum das jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Idee. Ich versuche noch eine Sache, weil das wäre das Letzte, was ich euch zeigen wollte. Ich habe ein paar Mal jetzt von so Meta-Pipelines gesprochen, die einem sozusagen andere Pipelines erzeugen. Das ist eigentlich auch so ein Pattern, wo wir in letzter Zeit mehr und mehr verwenden, dass wir sozusagen das Setup von so einem CI-Server auch in der Pipeline machen und durch verschiedene Mechanismen, ihr könnt euch vorstellen, irgendein Skript, das die GitLab-API crawlt und alle Repositories rausholt, dann reingeht, guckt, ist da ein Pipeline-YAML drin und wenn es drin ist, macht es eine Pipeline. Zum Beispiel, ja, kann auch beliebig komplex werden, aber als eine Idee. Und ich hoffe jetzt, dass das funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch nicht. Ja. Genau. Dieses Tutorial 8 legt euch so eine Meta-Pipeline an. Und die Meta-Pipeline schauen wir uns ganz kurz an. Die ist wirklich billow. Da gibt es ein Skript drin, das heißt Repipe the World. Und Repipe the World loopt durch eure Verzeichnisse, guckt, dass es nicht Tutorial 1 und nicht Tutorial 8 ist. Billow. Und je nachdem, wenn ein Settings-File drin ist, nimmt es als Variablen-File, sonst nicht. Macht dann das fly-set-pipeline-Kommando und legt euch für jedes Verzeichnis eine Pipeline an. Eins davon. Genau, und jetzt gucken wir nochmal, ob das sich jetzt hier wieder erholt hat. Genau, das hat sich erholt. Jetzt sehen wir hier diese Meta-Pipeline. Die triggere ich jetzt einfach mal. Und was eben passieren sollte, ist, dass er das Shell-Skript ausführt und nachher 6 Pipelines da sein sollten. Ja, einfach als Idee. Also es tut mir wirklich leid, weil dieses Docker-Ding, das war das Einzige, was ein bisschen mehr wie Hello World gemacht hat. Ich werde euch dann danach erzählen, ich gehe jetzt 2,5 Wochen in Urlaub, wenn ich da noch dran denke, dass es kaputt war, dann gucke ich danach und schicke es euch. Wir probieren es auf jeden Fall. Vielleicht geht auch das nicht, weil es die 7 nicht anlegen kann, aber dann hat es schon ein paar angelegt. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Ah, genau. Ich war zu blöd, ein Docker-Image zu finden, wo ein Curl drin war. Darum musste ich erst einen Curl runterladen und installieren. Das hat dann ziemlich lang gedauert. Ziemlich blöd, aber... Genau, und jetzt sind da... Es war irgendwie nachts um 2:30 und... Genau, also ihr seht, da sind jetzt ziemlich viele Pipelines angelegt worden, unter anderem Tutorial 7. Und jetzt gucken wir... Da drauf. Da stimmt was mit der Ressource nicht. Die hinten raus. Ich weiß, warum das ist. Das ist, weil ich heimlich Umgebungsvariablen exportieren hätte müssen, wo meine Docker-Hub-Credentials drin sind. Die fehlen. Okay, deswegen ist es kaputt gegangen. Warum das dann so spät failt, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall, warum das jetzt kaputt ist. Ich würde euch das jetzt auch ersparen, weil was es halt macht, ist, es baut das Docker-Image von dem Docker-File in dem Git-Repository, wir angegeben haben, und pusht es zu dem, zum Docker-Hub. Also hier ist Git mit Docker-File, ja, und hier ist sozusagen Docker-Hub und Docker-File rein, Image bauen, pushen zu Docker-Hub. Das war's. Okay. Aber dieses Skript gibt euch einfach mal so eine kleine Idee, wie ihr eben ganz schnell so Pipelines erzeugen könnt. Und wie gesagt, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dass so Pipelines einfach da sind und wieder weg sind, dann glaube ich, hat man auch ein bisschen andere Ideen, wie man mit so einem CI-Tool vielleicht umgehen kann. Ja? Also man konzentriert sich dann vielleicht mehr drauf, wie man diese Pipelines schnell aufsetzt, als dass man da jetzt irgendeinen Mods-Prozess baut, der mit gegebenen Bordmitteln von Concourse sowas wie Merge-Request oder so
macht. Ja. Also nur als Idee, ja. Ohne dass ich es ausprobiert hätte. Aber damit kann man echt sehr viel machen. Okay, das war es eigentlich mit der Live-Demo. Ich habe euch jetzt auch die meisten Sachen, die danach kommen, eigentlich schon gezeigt. Wie ist denn so die Stimmung? Wer will essen? Wer will noch was sehen? Okay, 3, 2, 1. Okay, dann würde ich sagen, wir springen einfach über den ganzen Kakerlakdatsch da hinten weg und die könnt ihr nachlesen. Das meiste habe ich schon gezeigt. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen zur Zusammenfassung. Genau. Jenkins war auch immer das prominente Beispiel, sage ich mal, mit dem wir verglichen haben. Wir sind nochmal am Anfang, wo wir die Attribute, was eine gute Pipeline ausmacht, aufzeigen wollen und schauen, sind die erfüllt worden oder nicht. Die Pipeline oder CI-Server in Code, ja, du kannst in Concurs effektiv nichts konfigurieren auf der UI, deswegen ist auch alles leicht versionierbar. Wartbarkeit, ja, wir haben deklarative Pipelines. Braucht man ein bisschen Zeit, um reinzukommen, wie man denn die Pipelines troubleshootet. Von der Zuverlässigkeit würde ich sagen, ja, sehr gut. Man sieht für jede Pipeline, mit welchen Inputs und Outputs wurde das Ganze gebaut. Was es für mich sehr zuverlässig und reproduzierbar macht. Fast, ich finde es fast, weil die Ressourcen gecached werden. Sie werden geteilt zwischen verschiedenen Jobs, die gleichen benötigen. Ich kann auch weitere Worker hinzufügen und bei entsprechenden Pipelines sind die Tasks auch gut parallelisierbar. Visual, ja. Wir sehen sehr gut die Inputs, dann welcher Job ausgeführt wird und am Ende die Outputs. Und bei der Skalierbarkeit, das war die Skalierbarkeit, wie gut man viele Pipelines managen kann. Das ist teilweise gut, sage ich mal. Man kann die Tasks und Ressourcen sharen, ja, aber es ist relativ schwer, wie ich finde, wenn man wirklich eine große Anzahl an Pipelines hat, wie man die managt. Da haben wir noch nicht den Königsweg gefunden, glaube ich, oder? Ja. Hat hier jemand, der Erfahrung mit Concurs hat, andere Erfahrungen gemacht und würde dem, wie ich es gesagt habe, nicht zustimmen? Okay, dem ist nicht so. Genau. Natürlich, Concurs hat ein paar Nachteile, die wir teilweise schon währenddessen erzählt haben. Es ist eben nicht so flexibel wie zum Beispiel an Jenkins. Weil es in Jenkins effektiv Plugins für alles gibt. In Concurs muss man häufig, wenn man das Gleiche erreichen möchte, entweder ein paar Workarounds bauen oder die Ressourcen selber entwickeln. Das Debuggen ist teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Wenn man dann mit klarkommt, dann finde ich es eigentlich angenehm, aber ich glaube, das ist bei fast allem so, wenn man es gut kennt. Prinzipiell hat es eine relativ kleine Community, weshalb auch wenig Ressourcen im Sinne von Antworten bei Problemen online zu finden sind. Also wenn man irgendwelche Konfigurationsfehler hat oder komischen Fehler, dann mit Glück findet man was. Ansonsten muss man selber schauen, wie man damit klarkommt. Das war vor allem am Anfang nicht ganz so schön. Genau. Genau, also ich habe mir mal die Mühe gemacht, auf Stack Overflow rauszulassen, wie so die Trends sind. Wenn man jetzt Jenkins Orange, GitLab Olive, CircleCI Blau und Concurs Türkis anguckt, dann sieht man im Verhältnis zu Jenkins die ganzen anderen Tools einfach quasi non-existent, ja. Nein. Also ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, in der Zeit, wo ich sehr viel mit Jenkins gearbeitet habe, ich konnte erstens fast jede Drecksfehlermeldung auf Stack Overflow finden. Das ist schon krass. Also du siehst einen Fehler und denkst, what the hell? Du gibst ihn in Google ein und du findest einen Post, wo genau das erklärt wird. Das ist wirklich bei Jenkins krass. Und umgekehrt habe ich Stack Overflow-Fragen zu Concurs geschrieben, die wurden in 2 Jahren nicht beantwortet. Und ich glaube, sie waren jetzt nicht so blöd. Also drum, es ist einfach eine relativ kleine Community und man kann nicht mit dem Support rechnen, den man jetzt zum Beispiel bei Jenkins hat. Auf der anderen Seite
was ich schon sehr, sehr cool finde, ist dieser absolute Fokus auf Pipelines, die eben quasi der zentrale Baustein sind in Concourse und nicht so ein drangeflanschtes Ding wie in Jenkins, also in Concourse zentraler Baustein, nicht so drangeflanscht wie in Jenkins. Die Containerisierung von Builds als Default-Methode finde ich sehr, sehr cool. Das Operating, zumindest wenn man so einen Bosch-König hat wie den Alex, dann ist das ziemlich cool, weil der macht es einfach. Muss man gar nichts machen. Caching funktioniert, finde ich hervorragend. Bei diesem YAML versus Groovy bin ich nach wie vor unentschieden. Also wir haben uns Libraries gebaut in Groovy, die unsere Build-Jobs auf 10 Zeilen runtergebracht haben, weil wir sozusagen ein halt auch opinionated Defaults vorgegeben haben für die Entwickler. Da war das sehr cool. In dem Moment, wo die daran irgendwas abweichend oder ändern wollten, war es dann nicht mehr cool. Deswegen bin ich da wirklich sehr hin und her gerissen. Es gibt relativ wenig Integration in Concourse. Die es gibt, funktionieren eigentlich ziemlich gut. Bei anderen Sachen ist man halt selber gefragt und ist dann sehr schnell beim Scheißskripten. Die Ressourcen am Internet, kleine Community haben wir genannt. Das ist so das, was wir jetzt festgestellt haben. Gestern habe ich noch mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, was er zum Beispiel total kacke findet, ist, dass Concourse nur mit einem Account gegen Vault authentifizieren kann. Du kannst halt nicht per Pipeline oder per Team oder so das irgendwie einschränken, sondern du machst im Prinzip dein Vault halt komplett auf. Vielleicht auch da wieder der Ansatz, dann halt nicht ein zentrales Concourse, sondern jedes Team sein Concourse. Man macht es mehr als so ein Wegwerfserver, als dieses super maintainte Megatool. Ja, zu überlegen, ne? Ah, genau. Die Frage war, Release-Zyklen in Concourse und Breaking Changes. Das musst du beantworten. Ja, es ist ein Open-Source-Projekt. Bei Security-Fixes sind sie eigentlich relativ fix hinten dran. Ansonsten ist es nicht so, dass sie jede Woche ein Release haben oder dass es da festgelegte Zyklen gibt, sondern dass es auch ein bisschen abhängig von der Größe des neuen Releases beziehungsweise der Anzahl an Änderungen und wie viel sie im Hintergrund gemacht haben, stark unterschiedlich. Jetzt vor, ich weiß nicht, 2 Monaten oder so haben sie ein neues Major Release rausgebracht, wo sie auch sehr viel im Hintergrund geschraubt haben. Deswegen war vorher die Zeit wirklich relativ arm an Releases. Ja. Also Breaking Changes oder kaputte Sachen hat man schon auch, gell? Also wir haben auch teilweise Versionen ausgerollt, die dann einfach nicht funktioniert haben und ja, sind wieder zurück. Vor allem die ersten Versionen nach einer neuen Major-Version sind meist, oder sagen viele, ja, lieber noch mal 1, 2 meiner Versionen abwarten, bis man die einspielt, weil doch noch. Ja. Ja. Die Frage war, ob Jobs und Tasks parallel laufen können. Es kommt darauf an, wie man es implementiert. Also Tasks innerhalb eines Jobs nicht. Wenn natürlich 2 Jobs das gleiche machen effektiv, können die natürlich auch parallelisiert werden. Kann ich aber das einschränken? Also was weiß ich, wenn jetzt ein Test die Datenbank braucht, dann hätte ich ja gerne so eine Semaphore, dass eben kein anderer Job Hast du da was da? Dazu? Ja, ich wollte ganz kurz was zeigen, weil das sind wir heute quasi drüber gestolpert vielleicht. Erklärt das ein bisschen die Frage oder macht es das visueller? Also wir haben da ganz am Anfang, weil es natürlich auch cool aussieht, so eine Pipeline, wie wir sie jetzt im Moment benutzen. Da sieht man, das sind sehr viele Inputs. Und wir wollten hier jetzt, bevor wir so ein Kubo ausrollen, quasi neue Tests haben. Und ich hoffe, das beantwortet deine Frage, was du jetzt machen könntest. Das hier testet unser vCenter. Und wir wollten einen Job, der quasi bestimmte Deployment-Attribute auf Kubernetes testet, bevor wir ein Update fahren. Und ich könnte jetzt hier einfach einen zweiten parallelen Job hinmachen, der auch komplett parallel laufen kann. Der eine macht quasi vCenter, der andere macht Kubernetes. Und wenn beide durch sind, dann geht es hier weiter. Genau. Achso, aber die Jobs würden tatsächlich nicht einfach so parallel laufen. Doch, würden sie. Also wenn du hier diesen zweiten Prüf... Also es gibt mehrfach Parallelität, ja. Es kann sowohl hier der Job laufen wie der Job da hinten, je nachdem, wenn ich da wieder neu reingehe. Und genau, das ist ja dann quasi
ein neuer Commit wird gebaut. Ja. Der eine läuft durch, der zweite läuft hinterher. Genau, und da die muss ich ja meistens noch sagen, diese zwei Jobs dürfen nie gleichzeitig laufen, weil sie beispielsweise Änderungen in der Datenbank machen, Tests fahren, wo sie die Datenbank. Soweit ich weiß, gibt es keinen expliziten Semaphore, so wie zum Beispiel in Jenkins der Fall ist. Man muss natürlich achten, dass wenn man parallel irgendeinen Job laufen hat oder einen Task, der halt gleichzeitig auch eine Third-Party-Ressource in der Datenbank zu hat, also dann braucht man schon ein bisschen Gehirnschmalz, dass man das vielleicht nicht gerade so macht. Also es gibt nicht so einen Mechanismus, eine Flag oder sowas in der Task, die dann da heißt, wenn der erste Job da reinläuft, dann sperrt den und macht den erst wieder auf. Die Frage ist auch, ob du das wirklich willst, dass du auf eine Datenbank, die statisch irgendwo rumliegt, zugreifen möchtest, weil das hebelt so ein bisschen das Prinzip aus, dass wirklich die komplette Pipeline versioniert ist. Sinnvoller wäre da vielleicht, dass du einen Container bereitstellst, wo eine Datenbank drin ist, wo du weißt, welche Daten drin liegen, damit du wirklich sagen kannst, okay, den pulle ich mir noch dazu und führst auf, gegen diesen Container aus. Aber es gibt schon Situationen, wo das schwer bis unmöglich ist, da bin ich bei dir. Also wir haben zum Beispiel so Ja. Also wenn du zum Beispiel irgendwelche Acceptance-Tests machst und auch wenn dein Tool nur in QA läuft, gibt es einfach Situationen, wo du das nicht beliebig replizieren kannst. Also ich denke zum Beispiel gerade, ich habe als letztes Projekt so einen Service Broker für Splunk geschrieben, da hatten wir halt irgendwo so ein Splunk-Cluster und dagegen haben wir End-to-End-Tests gefahren und da hätte eine zweite Bataillon-Test hätte einfach diesen Server in einen inkonsistenten oder diesen Cluster in einen inkonsistenten Zustand gebracht und ich hätte nicht parallel testen können, wäre nicht gegangen. Aber ist ein bisschen an dir, ja. Also schreib irgendwo ein Logfile in den S3, prüf, ob das Logfile da ist. Wenn es da ist, mach, wenn nicht, nicht. Und mach irgendwas, was es aufräumt im Notfall. Also selber machen gibt es, glaube ich, nichts out of the box, aber du kannst es implementieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das für dieses Problem hilft, aber es gibt Parameter, dass man sagen kann, es darf maximal x Pipelines, ich weiß nicht, ob man es auch auf pro Pipeline einschränken kann, gleichzeitig laufen dürfen. Also genau. In-Flight heißt das, genau. Max In-Flight. Genau. Also wie viel dürfen gleichzeitig landen? Kommt drauf an, wie viel Landebahn du hast. Ja, genau. Also das stimmt, das gäbe es. Ja. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Ebene das arbeitet. Ja. Wie war das jetzt? Wo waren wir? Sieben? Ziemlich hinten. Ich weiß nicht. Danke. Oh, Kacke. Das war nicht das, was ich wollte. Entschuldigung. Wir sind echt gleich fertig. Das Essen ist kalt, habe ich gehört. Es wird also nicht kalt. Wird eher warm. Jetzt schnell. Downsize, step. Ah, genau. Das wollte ich noch zeigen und dann sind wir wirklich fertig. Wenn ihr jetzt denkt, hey, Concourse wäre vielleicht ein Tool, das würde ich mir gerne mal angucken. Ich finde, der beste Weg, es zu lernen, ist dieses Concourse-Tutorial von Stark & Vane. Habe ich euch hier in den Folien verlinkt. Die Folien verlinkt nachher irgendjemand im Meetup. Daran habe ich mich auch so ein bisschen orientiert. Da gibt es quasi so Step-by-Step, wirklich total cool, wo ihr die einzelnen Konzepte lernt. Auch ein bisschen mit mehr Real-World-Bezug, wie ich das jetzt gemacht habe. Finde ich ziemlich cool. Dann gibt es eine weitere Ressource, die ich sehr empfehle zum Lernen. Das ist diese hier. Die wird von Pivotal gepflegt. Das sind, sagen wir mal, so Patterns drin, ja, wie ich mit Concourse arbeiten kann. Also zum Beispiel sowas wie kann ich semantische Versionen erzeugen, wie mache ich das, wie kann ich so gated Pipelines erzeugen, die bis zu einer bestimmten Stelle laufen, dann irgendeinen Input erwarten und weiterlaufen, solche Sachen, bis hin zu wie rolle ich ein komplettes Cloud Foundry aus. Und dann gibt es noch für die Leute unter euch, die Spring machen, ein mehr oder weniger kuratiertes Projekt, das versucht zu so Microservice Approach passende Pipelines für Concourse und Jenkins zu liefern. Und da gibt es eben eine Instanz von dem Ganzen auch für Concourse Pipelines. Habe ich selber jetzt noch nicht aktiv benutzt, aber so vom Draufgucken sieht es eigentlich zumindest so aus, als könnte man da einige gute Ideen rausziehen. Genau, und dann war es das eigentlich. Genau. Vielen Dank.